Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen und herzlich willkommen. Heute das Ganze mal ein bisschen kürzer und knackiger, wie ihr seht, ohne Startscreen und sonst was. Liegt einfach dran, weil ich heute ein bisschen später angefangen habe als sonst. Wir hatten eben noch Kindergeburtstag und ich bin fix und alle. Deswegen, also ich sehe heute Abend aus wie Knalltüte plus. Durchgeschwitzt ist und geht nicht mehr. Deswegen werden wir heute Abend einmal ohne Cam das Ganze angehen. Aber Mittelpunkt ist für uns ja heute eh das wunderschöne Städtchen. Da werden wir heute wieder ein bisschen weitermachen. Wir hatten Glück, wir hatten jetzt letzte Folge nochmal einen Abbruch, aber wir haben vorher gespeichert. Luckily, so einen wunderschönen guten Abend, Aurora. Hallihallo, Hallöchen. So, kleine Info vorab. Es kann sein, dass ich zwischendrin immer mal weg bin. Ich habe nämlich den Junior hinter mir liegen. Der hat sich das zum Geburtstag gewünscht, dass er dann heute nochmal hier pennen darf. Und das heißt, da kann es sein, dass ich ab und zu mal nach ihm sehen muss. Ne? Sollte aber, wenn nicht allzu lange dauern. Naja, wir schauen mal, wie lange wir heute Abend machen, wie sich das Ganze verhält. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass sieht ein wenig ruhig aus mit den Gleisen. Dann hier wieder so einen kleinen Durchhänger. Schönen guten Abend und alles Gute an den kleinen Fisherman. Den gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Der hatte heute einen ganz, ganz tollen Tag. Und einen wunderschönen guten Abend, Death Killer. Ich grüße dich schön, dass du auch da bist. Und ich habe hier eine große schwarze Fliege, die meint, sie müsste mir auch ihre Ehrerbietung erweisen. Könnte ich jetzt darauf verzichten, aber wir ignorieren es. Ist jetzt eh nicht. Ja, ihr Lieben, wie war denn euer Tag heute? Ich hoffe, ihr hattet auch einen wunderschönen Tag. Also wir hatten hier heute einen megamäßig coolen Kindergeburtstag. Das war richtig, richtig toll. Ganz, ganz viele Geschenke natürlich. Ganz, ganz viele Geschenke. Was ist hier mit dem Gleis los? Okay. Strange. Nevermind. Und ganz viel Besuch natürlich. Und entsprechend, wir sind hier alt. Ich glaube, wir sind heute alle durchgeschwitzt. Es geht nicht mehr. Du warst beim Doc? Oh, Beth, erzähl. Was sagt denn der liebe Doktor? Bist du schon tot? Bist du schon Death? Ich hoffe natürlich nicht. Du bist Zed, dann Tamagotchi, sowas gibt's noch? Echt? Crazy shit, sowas hatte ich damals auch. Bei mir haben die irgendwie aber nie wirklich lange gelebt, von daher, ich hatte da kein Händchen für. Okay, sieht jetzt. Ah, doch, ein bisschen besser ist das. Ein bisschen besser ist das. Was hattest du denn für. Ach du Alarm. Diese Strecke ist sehr beliebt, trotz dass wir sie jetzt schon auf 3 Straßen geupgradet haben. Ach, guck mal hier. Okay. We have a Ampel gebaut. Sehr sollte keine Ampel sein. Denn sehr auch nicht. Denn sehr auch nicht. Eieieiei. Okay, dann brauche ich mich nicht zu wundern, warum wir da hinten Stau haben, wenn wir jetzt hier überall Ampeln reingezogen haben. Na gut. Ja, es gibt sogar eine neue Generation. Die letzte kam 2022 raus. What? 2022 Tamagotchis. Okay. Was unterscheidet die von den alten, ihr Lieben? Was ist an den neuen Tamagotchis so neu? Also ich kenne das noch. Da hattest du so ein kleines Kästchen, so ein kleines rundes oder eckiges. Da hast du dann viel großgezogen. Ich weiß, gab es 2 oder 3 Tasten. Irgendwie nicht viele. Auf jeden Fall, da ist immer noch eine Ampel. Warum ist da immer noch eine Ampel? Und dann hast du ein bisschen auf den Tasten rumgeklimmert und irgendwann ist das Vieh gestorben. Du bist Weitergang geschrieben und die Ärztin ist eine. Okay. Gut, dann genieß die Tage, erhol dich gut, Deathkiller, und lass die Piep eine Piep sein. Ne? Weil. Was ist das denn? Hier sind eine Steinköpfe. Ach, guck mal hier, Steinköpfe. Können wir die verschieben? Schade. Eigentlich ganz cool, aber wir haben da nichts zu suchen. Oh, Jesus. Also gut, wir kommen frisch in die Stadt rein. Das Erste, was wir sehen, absolutes Verkehrschaos. Wie es schöner nicht sein könnte.
Aber warum? So schlimm ist das doch hier eigentlich gar nicht. Wir könnten mal hingehen. Wir werden hier einfach mal so ein paar Fußgängerüberwege platt machen, ha? So, da und da kommen keine hin. Ihr müsst woanders rüber gehen. Schauen wir mal. Die neue Version haben einen bunten Screen. Man kann sie miteinander koppeln und Spiele spielen. Gut. Das ist aber noch die Originalversion mit den drei Knöpfchen. Okay, es sind drei Knöpfchen. Okay, also ich glaube, wenn wir jetzt hier und da noch die Fußgängerüberwege wegmachen, dann haben die Leute hier zwar so ein bisschen geloost, aber dann sollten wir eigentlich keine Probleme mehr mit dem Stau haben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Alternativ, was könnte man hier noch machen? Was könnte man hier noch ändern? Also die wollen alle hier auf die Autobahn drauf. Ja, wir haben hier hinten... Hier haben wir nur eine Abfahrt. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Die wollen alle nicht auf das Kreuz, das ist schon mal klar. Wassermarsch. Ah. Prost Mahlzeit. Aber immer wieder schön, dass ihr an meine Gesundheit denkt. Ich vergesse das nämlich sehr, sehr gerne. Dankeschön. Zu Hause erreicht. Deathkiller hat momentan eine 5-Stream-Serie. Und was machst du nun damit? Ja, posten. Dann kannst du jedem sagen, wie oft du hier fleißig am Stream gucken bist. Ich glaube, Dragoni war das letzte Mal, der das mir mal gezeigt hat. Vorher hatte ich noch gar keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Oh nein, hat's geknallt. So, aber wir werden heute auf jeden Fall hier wieder ein bisschen ausbauen. Ich denke, wir fangen hier erstmal mit dem Straßennetz an. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier oben noch eine Connection bauen. Ja, zumindest... Ja, doch, das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir sagen... Eigentlich müssten wir hier, aber das ist so nah hier dran. Also so schön die Golden Gate Bridge ist... Für den Verkehr ist sie leider nicht ganz optimiert. Und wenn wir jetzt hier hingehen könnten, sagen könnten, hier machen wir noch eine Abfahrt hin. Das wäre Bombe. Das wäre richtig Knorke. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wir könnten mal überlegen, wenn wir hier noch eine kleine Anbindung machen. Zumindest vielleicht mal eine Abfahrt. Das muss nicht unbedingt eine Auffahrt sein, aber zumindest wenn wir hier nochmal eine kleine Abfahrt reinmachen und dann einfach mal testen, wie stark die genutzt wird. Das könnte schon helfen. So geht's. Okay, ist jetzt nicht the beauty from the way, aber es könnte uns ein wenig mit unserem kleinen Verkehrschaos helfen. Meine Nachbarin meinte zwar 10-19, aber ich habe Blutgruppe 0 und das Zeug macht um mich einen Bogen seit 3 Jahren. Okay, wo? Da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Was meinst du mit 10-19, Blutgruppe 0 und Bogen? Habe ich irgendwo was überlesen? Krankheit. Okay. Ich habe keine Ahnung, was 10-19 ist. Sieh es mir bitte nach. Ich bin da überhaupt nicht ärztlich angehaucht. So, wenn wir das jetzt machen. Corona ist 10-19. Ja. Oh no. Autosave. Okay. Ja, Corona hatte ich ja dieses Jahr tatsächlich auch das erste Mal. Und ich hoffe auch inständig das letzte Mal. Das ist so gar nicht schön. Ich drücke dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass du nicht diese Symptome hast, wie sie bei mir damals aufgetreten sind. Du noch gar nicht und du hoffst, das bleibt so. Lucky. Aurora ist hier der Glückspilz heute Abend. Aber das darf sie auch sehr, sehr gerne sein. So, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wo wir jetzt hier den nächsten Ansatz machen. Aber ich gehe mal tatsächlich davon aus, dass wir uns jetzt hier oben mal an das Gebiet ranwagen.
Ja, dass wir sagen, wir bauen jetzt hier unsere wunderschöne National Art Gallery mal in die Stadt ein und nicht so außen vor. Wobei ich sage, ich glaube, hier vorne werden wir so ein bisschen manuell im Park machen. Einfach, dass wir die Sicht auf dieses wunderschöne Gebäude nicht verbauen. So auch ein bisschen Platz zum Parken noch mit rein. Und dann hier neben vielleicht noch ein paar kleine Geschäfte. Und dann hier hinten dran, dass wir da nochmal ein richtig, richtig schönes, großes Wohngebiet hochziehen. Okay. Die bleiben da stehen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber sie bleiben da stehen. Ich bin aber auch ein Hikikomori. Ich krieg, wenn dann eine Erkältung, weil ich das Fenster offen hatte. Okay. Hachi. Puh. Gesundheit. Pokémon. Oder irgendwie sowas. Also, Hikikomori habe ich tatsächlich noch nie gehört. Hat das irgendwie eine spezielle Bedeutung, Aurora? Ich würde es schon gerne im 90 Grad Winkel haben. So. Oh, was ist denn hier los? Hier? Ja, hier müssen wir wieder. Oh, wir könnten eigentlich mal hier so ein bisschen mit den Höhen spielen. Das haben wir bislang echt nicht so oft gemacht. Dann machen wir das so. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Parkanlage oder irgendwas machen. Irgendwie noch mal ein bisschen grün in die Stadt bringen. Hikikomori, man bleibt meist at home. Ja. Ist auch schön. Dann musst du dich nicht mit diesen Menschen da draußen rumschlagen. Soll sich jetzt bitte niemand persönlich angegriffen fühlen. Aber ich habe in letzter Zeit echt das Gefühl, jedes Mal, wenn ich draußen bin, würde ich am liebsten um mich schlagen. Weil jeder irgendwie nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ich finde das so grausam. Ich finde das echt grausam. Wir waren mit dem Auto unterwegs und die Leute klauen dir einfach die Vorfahrt noch ein Nöcher. Da will ich jetzt noch durch. Du hast zu warten, weil ich bin jetzt da. Das ist ein Unding. Das wird gefühlt mit jedem Jahr schlimmer. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Was habt ihr dafür Erfahrungen mitgemacht? So, ach, guck mal hier. Mir fällt doch gleich wieder was ein. Radio umschalten. Das wäre auch cool, wenn man das speichern könnte. Ne? AD ist aus. Immer dieser Radiosender. Bam. Moment. Bei den mutierenden Krankheiten, also von der Erkältung bis zu einer Grippe bis zur Magen-Darm-Grippe, ja gut. Dann, kann sich wahrscheinlich irgendjemand bei dir bedanken, dass du zu allem Jahr und Abend saßt und das abgreifst. Aber ich kenne das. Seitdem ich meinen Sohn habe, ist bei uns hier zu Hause auch gefühlt alles ein Spießrutenlauf. Wenn der eine Woche im Kindergarten ist, kann ich sicher sein, der hat wieder irgendwas zum Spielen mitgebracht. Das ist also momentan echt extrem. Ja, naja. Ist so. Ich krieg auch von jedem Vater und von jeder Mutter, die ich kenne, zu hören, gewöhn dich dran. Das wird noch ein Weilchen haushalten. Keltung digitiert zum Magen-Darm. Ja, Digimon vor. Noch ein Tor. Oder Digimon vor, bringen wir die nächste Krankheit ins nach Hause. Nee. Also ich bin froh, wenn wir die Erkältungszeit wieder hinter uns haben. Und uns hier ein bisschen mehr auf schöner Wetter fokussieren können. Aber egal, heute Abend Städtelbau. So, nee, bitte. Ja, wir machen das. Oder wenn wir die Straße hier mitten durchziehen, das müsste doch theoretisch gehen. Okay. Dann machen wir jetzt hier ein paar kleinere Gebäude hin. Ja. Das sieht doch erstmal nicht schlecht aus. So. No! Ich will hier aber einen Kreisel haben. Da muss ein Kreisel hin. Bam. Da auch noch. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, machen wir noch eine Connection nach hier oben. Ich
glaube, das könnten wir tatsächlich machen. Müssen wir mal gucken, wie der Verkehr nachher hier auf der Kreuzung ist. Oh, vielleicht können hier auch mal 4 Spuren. Ja, Moment, erstmal wieder mein Lieblingstool. Ein kleiner. So, dann kriegen wir hier einen schönen, smoothen Slope hin. Da. Und weil das mit den Kreisen bauen so einfach ist, kommt hier noch einer hin und hier noch einer hin und... Kommen wir da auch noch einen hin? Aber da. Und da. Und da. Kreiseln bauen war noch nie so einfach. Ach, guck mal hier. Hier wird auch wieder instant genutzt, die Abfahrt. Finde ich gut. Zwar nicht ganz so frequentiert, wie ich es mir erhofft hätte. Aber wir schauen gleich mal, wie sich das hier oben verhält. Ach, guck mal hier. Das ist... Die wollen alle hier rüber. Und die wollen alle hier runter. Ich glaube, wir machen die Connection jetzt einfach mal weg. Das geht mir auf den Keks. Das ist eine Fußgängerzone, ihr Lappen. Gucken, wenn wir die, warte mal, wenn wir die neu bauen, die Fußgängerstraße, rafft das Spiel, dass da keine Autos lang dürfen? Guck mal, jetzt sind hier auch nur die Kurven hier hoch. Ich glaube, jetzt sollte es gehen. Wir können ja stattdessen noch eine Connection hier anschaffen. So. Sagen bis hier. Oh, nee. Falsche Straße. Da dürfte er langfahren. Und dann irgendwo bis... Jetzt mal überlegen, machen wir hier nebenhin oder machen wir Richtung Kreise? Ich glaube, wir machen hier nebenhin. An Kreise will ich nicht noch mehr anbauen. Dann können wir hier aber noch einen kleinen hinmachen. Komm, zwei. So. Bin mal gespannt, ob uns das jetzt noch mal ein bisschen weiterhilft. Oder ob die Leute einfach jetzt weiter geradeaus fahren, statt hier rein. Okay, die wollen alle noch hier rüber. Die wollen alle noch hier rüber. Ich kann aber noch nicht hundertprozentig nachvollziehen, wieso wollen die alle auf die Parkplätze, maybe? Es kann sein, dass die Parkplätze hier das sind. The way to go. Na gut, wir beobachten das. Wir beobachten das zur Not. Richten wir hier nochmal irgendwie Öffi was ein. Geht alles. So, wir haben hier die Preise, haben wir schon hochgemacht. Recycling. Was haben wir hier für Preise drin? 25. 25. 10. Und den können wir noch hochschrauben. Da können wir noch ein bisschen Geld aus den Leuten rauspressen. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, mit was fangen wir an? Wir könnten jetzt hier wieder hingehen, wie ansonsten auch. Erstmal ein bisschen mit Residential, dann High Residential, dass wir hier so eine schöne Slope reinkriegen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir hier aber ruhig richtig in die Vollen gehen, gleich große Gebäude reinpflanzen. So, hier hinten werden wir noch ein bisschen mit Fußgängerwegen arbeiten. Einfach so einen kleinen Parkbereich schaffen. Können wir gleich mal machen. Wir wollen bis hier hinten hindurch. Yes. Give it to me, baby. So. Ich habe gerade überlegt, kriegen wir hier. Oh, das ist ja herrlichst. Kriegen wir noch mittig. Gehen wir über dem Pfeiler vorbei. Wie? Hä? Warum verlängert sich dieser Weg jetzt, der gar nicht von uns ist? Kind of strange. Gut. Dann tun wir einfach mal so, als ob es geplant wäre. Ja. Sieht zumindest aus, als ob es geplant ist. So, kriegen wir hier vielleicht da so? Da. Ja, wundervoll.
Okay, ich denke, das können wir lassen. Hier könnten wir noch einen Fußgängerweg hinmachen, um das Ganze so ein bisschen zu öffnen. Haben wir hier noch einen hin? Sagen von da nach da. Ja, sieht gut aus. Dann machen wir hier noch einen rein. Irgendwo da der Ansatz. Bis dahin, bis. Okay. Okay. Aha. Okay. So. Also langsam nimmt das Gebiet schon mal Form an. Not too bad. Wenn wir hier auch wahrscheinlich wieder ein bisschen detaillierter rangehen. Gucken, ob wir irgendwie noch ein paar Special-Gebäude haben, die sich hier einfügen. Und da haben wir noch ein bisschen Luft. Also. Dann würde ich hier gerne noch anwenden. Ja, wunderbar, passt auch. Sehr schön. Sehr schön. Dann holen wir jetzt hier einfach mal den Brush hinzu. Und meine Plantane. Nee, was haben wir denn hier noch? Pappeln. Wir machen ein paar Pappeln. Pappalapapp her mit den Pappeln. So, was machen wir noch für Bäume dabei? Nur Pappeln. Ist nicht. Edelkastanien, ja. Ein paar größere als ein. Ich glaube, blumentechnisch versuchen wir oder versuche ich mich mal ein bisschen zurückzuhalten, aber noch ein paar Eichen. Und dann soll es auch erstmal reichen. Das war hier Mega River. Ein paar Eichen und dann soll es auch erstmal reichen. Ja. Könnte ich gleich zu Dieter Bohlen gehen, glaube ich, damit. Sag mal, ich glaube, ich meine, dass ein. In der Werbung irgendwo gesehen zu haben, dass es jetzt tatsächlich so ein, na was ist das, The Voice Rap gibt, Deutschrap? Kann das sein? Habe ich mich da verhört oder ist das wirklich der Fall? Wäre mal eine interessante Alternative zu dem, was man sonst immer hört. Och nein. Och Spiel, tu mir das nicht an. Okay, wir könnten diesen Bereich großräumig abklären und sagen, das ist unsere Verschwindibus-Ecke. Hier bringt die Polizei all jene hin, die nicht ganz so nett sind. Die sind dann auf Nimmerwiedersehen weg. So, machen wir es mal andersrum. Zuerst das. Nee. Ach, das ist doch doof. Das, nee, dann sieht es noch dümmer aus. Dann machen wir es so. Dann keine Verschwindibus-Ecke. Oder? Wenn man genau hinguckt. So, ne, ein bisschen hier drunter, wie bei Stephen King's Ace. Also der Gullistein, was da reingeht, verschwindet für immer. Keine Ahnung, hast du nie wirklich geschaut? Ich werde da auch irgendwie immer nur nebenbei zu benötigt. Ich bin ja ganz ehrlich, Fernsehen bräuchte ich in meiner Welt überhaupt nicht. Ab und zu mal ein bisschen Fußball, aber ansonsten bräuchte ich da tatsächlich nichts. Die Marvel-Filme, die ganzen Marvel-Filme mit Iron Man, so, die fand ich noch cool. Zumindest die ersten. Endgame war da für mich tatsächlich die letzte, wo ich gesagt habe, der war richtig cool. So, alles, was danach gekommen ist, war irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll, aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Darunter, Aloha Tom, ich grüße dich mal lieber, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. So. Alles klar, das Gebiet fängt an zu wachsen. Gut soweit. Na, das freut mich doch. Das freut mich doch. Was steht bei dir die Woche an, Tom? Nochmal Kino mit der Damenwelt? So, machen wir. Ich glaube, wir gehen jetzt hier hinten tatsächlich so ein bisschen in den Reihenhausbereich rein.
Weiß ich, wollte eigentlich ein bisschen High Residential haben, aber ich glaube, ich fühle hier erstmal ein bisschen Reihenhaus-Feeling. Dann können wir jetzt sagen, hier so zum Abschluss für die Leute, die hier wohnen, machen wir noch ein paar kleine Läden hier rein. Nur ein paar kleine. Immer noch ein paar Büros hin. So ein paar schöne kleine. Dann machen wir hier so eine kleine Low-Ecke rein. Wenn ich wüsste, wir hätten irgendwelche Industriegebiete, die keinen Dreck verursachen würden, würde ich tatsächlich hier auch ein, zwei Industriegebäude noch mit reinsetzen. Aber das wäre mir dann zu viel Fummelei. Aber wenn ich jetzt hier sagen könnte, hier irgendwie, boah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine Dreck verursachen, die Industrie, ne? Gut, stattdessen machen wir einfach noch ein bisschen Büro. Büro? Büro. So, ein bisschen Gebäudevielfalt noch mit reinbringen. Der Revelle von dafür. Gut, wir brauchen was Hohes. Ich glaube, wir machen jetzt hier in dem Bereich, machen wir wirklich die ganzen High Residentials rein. Und da kleckern wir nicht, da klotzen wir rein. So. Bam, bam, bam. Da darf jetzt durchgeklotzt werden. Dann haben wir hier hinten die Connection. Dann können wir hier in den kleinen Bereich machen wir Gewerbe. Auf der anderen Seite machen wir ein paar Büros hin. So, dann haben wir nämlich den Hauptverkehr, hoffe ich, hier vorne an der Ecke abgeschlossen, abgefangen. Machen wir hier vielleicht noch? Einfach um die Vielfalt willen, machen wir hier noch ein paar gemischte Wohngebäude rein. Dann werden wir nochmal das Thema wechseln. Hier nochmal ein bisschen High Residential. Ich meine, das hast du ja in diesen Großstädten, hast du das durchaus des Öfteren, dass da die Häuser direkt an den Bahnschienen dran sind. Von daher finde ich das gar nicht mal so unrealistisch. Bin gespannt, was wir denn hier alles Schönes reinkriegen. Aber es scheinen auf jeden Fall wieder sehr viele, sehr hohe Gebäude dabei zu sein, wenn ich mir hier die ganzen Kräne anschaue. Was ist denn da los? Gleis nicht verbunden? Achso, das sind die Gleise, die nach hier oben führen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen was für das Wohlbefinden. Gucken wir mal, was wir denn hier an Parks machen könnten. Wir haben hier unten richtig schön viel Platz. Feuerstelle weiß ich nicht. Großparks. Ein großer Spielplatz. Ein großer Spielplatz, schön und gut, aber so groß ist der gar nicht. So groß ist der gar nicht. Den könnten wir vielleicht mal hier hin machen. Bam. Dann haben wir hier einen großen gucken wir hier. Das ist doch schon eher, was ich mir vorgestellt habe. Dann machen wir den hier so hin. Das ist vielleicht noch ein bisschen Sport. Ein kleiner Basketballplatz. Wo könnten wir den noch unterbringen? Hier noch irgendwo ein bisschen Luft. Dann müssen hier hinten die Gebiete weichen. Oh, da. Da machen wir einen Basketballplatz rein. Ja, ich denke, das ist absolut in Ordnung. Dann müssen wir nochmal gucken, wie es hier dann mit Polizei, Feuerwehr und vor allen Dingen hiermit aussieht. Da sind 17 von 30 unterwegs. Wir haben 125 von 150 Leichen im Monat. Können wir das noch ein bisschen upgraden? Da können wir nur mehr Leichenwagen machen. Aber wir können die Verarbeitung nicht erhöhen. Da haben wir schon alles Maximale drin. Ja, deswegen sind die sich nämlich am Beschweren. Da kommt es gar nicht auf die Leichenwagen an, die wir theoretisch noch hätten, sondern auf die Verarbeitungsmöglichkeiten. Da sind wir einfach an unsere Grenzen gestoßen. Aber wir haben hier hinten ein bisschen Luft. Ich habe gesagt, wir wollten eigentlich hier vorne einen großen Park reinmachen, Leute. Aber was haltet ihr davon, wenn wir hier einfach mal einen großen Friedhof reinzaubern? Der müsste doch passen. Sehr schön. Dann machen wir da jetzt noch ein bisschen Touri-Attraktion rein, indem wir sagen, da kommt noch der Tempel der Genügsamkeit. Die Urnen. Ist das eine Urnenhalle? Urnenhalle. Zack. Und zwei Mausoleen. Bam. Jetzt könnten wir hier theoretisch noch einen Tempel machen. Ach, kommt plus zwei Wohlbefinden für die ganzen Leute, die hier wohnen. Läuft, machen wir. Ja.
Habe ich diesen Park nicht wunderbar angelegt? Guckt mal hier die ganzen Details, die ich hier mit eingeführt habe. Ich bin einfach fabulös. Nee, also ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Alternative. Müssen wir A, nicht so viel manuell machen und B, brauchen wir eh die Verarbeitungsleistung. So, so sieht's. Hier geht's gleich ab. Die fahren jetzt gleich alle mal raus, die Leute ab. Fangen, abholen. Okay. Not too bad. Gut, dann, wie sieht's aus? Oha. Das ging schnell. Aber wir warten, bevor wir jetzt hier noch irgendwas machen, warten wir tatsächlich mal ab, wie sich das anschaut, wenn die ganzen Gebäude stehen. Ich erhoffe mir ja, dass wir hier so einen wirklich so einen richtig, richtig coolen Einblick kriegen. Durch hier so dieser Low-Bereich. Wie so eine kleine Oase zwischen den ganzen großen Häusern. Könnte richtig gut aussehen. Hoffe ich zumindest. Und hier, das hat gereicht. Abreißen, neu bauen. Jetzt fährt hier keine Sau mehr lang. Sehr gut. Dann hatte die Straße wahrscheinlich einfach nach einem Update einen Knick. Sehr gut. Wonderful. I like that. So, ich denke, hier oben werden wir definitiv noch ein bisschen was mit Blümchen und Bäumchen machen. Vielleicht noch manuell so ein bisschen hier vorne den Bereich. Ja, also hier machen wir auf jeden Fall keine Gebäude mehr hin. Ne, weil wie gesagt, Vorrang soll hier die National Gallery of Art haben. Das soll hier der Blickfang sein. Machen wir vielleicht auch gar keine Bäume hin. Vielleicht einfach hier nur so wirklich ein paar Büsche, ein paar Blümchen oder so. Dass wir das Gebiet so ein bisschen voller kriegen, dass es nicht so leer aussieht. Okay, machen wir. Dann haben wir vielleicht noch so einen kleinen Park, der da reinpassen würde. Tennisplatz sehe ich gar nicht. Dann hätten wir hier den großen Platz, den großen Stadtpark. Ja. Doch. Mal vielleicht noch einen kleinen Park, der hier reinpasst. Let's have a look. Der große Platz ist natürlich ziemlich krass. Naja, obwohl ein Spielplatz vor der Leichenhalle. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Guck mal hier, der passt hier rein. Dann machen wir da noch einen kleinen Platz hin und da noch einen kleinen Platz, um das ganze Bild hier so ein bisschen abzurunden. Ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir. Okay, und jetzt würde ich mir hier tatsächlich noch so ein paar andere Wege wünschen. Nicht nur die Asphaltwege, nochmal so Wege wie in Cities 1, so Kieswege. Ich glaube, das würde hier wesentlich besser aussehen. So, und dann machen wir hier wirklich hier einmal über die ganze Gegend drüber. Na, Gang zu steil, gut. Das geht doch auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Zack, bumm, bang. Okay, was machen wir hier rein? Was machen wir hier rein? Wildblumenbüsche. Check. Einmal die Farbe, einmal die andere Farbe. Jetzt haben wir hier noch gepflegter Grünbusch. Check, einer mit. Hier gepflegter Grünbusch 2, ein bisschen Variabilität mit rein. Sehe ich auch noch. Dann haben wir hier Apfelbaum. Apfelbaum hört sich gut an. Die blühen doch auch im Sommer, oder? Blühen die auch im Game? Kann mir jemand sagen, ob die Apfelbäume im Game auch blühen im Sommer, beziehungsweise im Frühling? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. So, hier unten machen wir noch mal ein bisschen unsere Edelkastanien. Neben Richtung Straße noch ein bisschen Richtung Kiefer. Richtung Kiefer. Kiefer. Kiefer, die Kiefer. Please. Thanks. So, und dann kriegen wir so langsam das Gebiet hier richtig schön gefüllt. Boah, freue ich mich drauf, wenn das hier alles hochgewachsen ist. Das ist auch immer so ein bisschen schade, dass man erst warten muss, bis die ganzen Bäume gewachsen sind. Ich meine, ich finde das eine sehr, sehr coole Spielmechanik.
Aber ich würde gerne die Möglichkeit haben, zu sagen, ich will hier ausgewachsene Bäume haben oder ich will welche, die noch wachsen können. Also diese Möglichkeit wäre echt cool, dass wir dann hier gleich das Gebiet genauso hinzaubern, wie wir es denn gerne hätten. Also ist das jetzt immer so ein Überlegungs- und Geduldsspiel. Sieht es denn danach mit den Bäumen genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe? Na gut. Auf jeden Fall haben wir hier noch kein Verkehrschaos, obwohl die ganzen Gebäude schon mal stehen. Das ist mal sehr, sehr gut. Und hier der Bereich ist genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Richtig cool. So eine kleine Oase, hier die kleinen Geschäfte, Büros. Dann unsere kleine Reihenhaussiedlung inmitten der Giganten. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Dann werden wir dem hier auch nochmal ein paar Bäumchen hinstellen. Dann gehen wir vielleicht hier mal einen anderen Stil. Was haben wir hier? Eine gemeine Plantane. Komm, hier ein paar Hickories. Die sind schön groß. Da brauchen wir nicht so viele reinmachen. Dann machen wir noch ein paar Birken, ein paar Fichten hier mit rein, genau. So. Malen nach... okay, ich habe noch gesagt, hier haben wir noch keinen Stau. Hier kündigt er sich gerade an. So, der ganze Einzugsverkehr, der jetzt hier erstmal reinkommt und Hallo sagt. Aber den haben wir dann auch bald hinter uns. So. Wir gehen jetzt in die vollen Fichten. Hier sollen Fichten wachsen. Und Hickories. Noch ein paar Blümchen dazwischen. Oh, ich weiß nicht. Ein paar Kiefern. So. Reicht. Wird auf jeden Fall eine wundervolle, schöne, grüne Stadt. Wenn wir jetzt hier irgendwann noch so ein DLC, so ein Parks-DLC kriegen und dann hier so Kleinigkeiten machen, so ein Pavillon hier, eine Aussichtsplattform da und hier eventuell so einen kleinen Springbrunnen. Boah, dann bin ich mega zufrieden, wenn wir sowas dann demnächst haben, dass wir dann solche Flächen hier noch ein bisschen schöner ausfüllen können, weil momentan, ja, ist cool mit den Wegen, sieht absolut natürlich aus und mir fehlt da teilweise noch ein bisschen was, gerade so für die großen Städte, ne? Wenn wir jetzt hier so die Gegend gucken, normalerweise hast du jetzt hier noch Pavillons und Parkgebäude und hast du nicht gesehen, hier vielleicht so eine Picknick-Ecke oder sowas. Da freue ich mich drauf, sobald das endlich im Game drin ist. Mega. Gut. So, die Ecke lassen wir jetzt noch einen Moment wachsen. Wo war der Verkehr? Hier war der Verkehr. Ich glaube, wir nehmen hier einfach mal die Ampeln. Ach, die Ampeln, sage ich schon. Die Fußgängerüberwege weg. Der da. Stopp. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Hier vorne die Kante. Das, ah, guck mal, das liegt daran, weil wir hier noch eine zusätzliche Note haben. Die gehört da eigentlich gar nicht hin. Dann machen wir das hier mal weg. Deswegen sah das strange aus. 6 Spuren haben wir hier mit. Ne, ohne Mittelstreifen. Dann setzen wir hier an. Dann kann da auf jeden Fall schon mal keine Note mehr kommen, die wir nicht haben wollen. Okay. Haben wir doch mit Mittelstreifen. Das sind 7 Spuren, die wir hier haben. Warum haben wir hier 7 Spuren? Ach, genau, weil wir hier eine Auffahrt haben. Okay. Alles tut die. Alles tut die, weil wir da eine Auffahrt haben. So, jetzt machen wir den wieder hier hin und hier sieht besser aus. Okay, jetzt sollten wir hier das Problem nicht mehr haben, dass sie jetzt hier stacken. Naja, zumindest nicht mehr allzu lang. Na komm. Oh, hier der Sportwart. Das ist ein Muzzle Car von der Familie Willig. Okay, wie da eine Familie reinpasst, vielleicht eine Familie aus 2 Personen. Ah, hier. Wen haben wir da? Wen haben wir da? Das ist Berti. Berti, das Haustier. Können wir Berti auch verloren? Wahrscheinlich nicht. Das wäre cool, wenn wir jetzt hier so einen Hund verloren können. Dass wir jetzt hier in der Übersicht nochmal einen Hund haben. Oh, Wobberti ist schon Senior. Deathkiller und Ray Lincoln sind auch schon Senioren. Dann brauchen wir so langsam mal wen Neues. Guck mal hier, das ist eine Bürgerin. Die zieht gerade ein. Das ist die Frau Aurora. Der folgen wir dann natürlich auch.
So, du bist momentan neutral. Du bist Angestellter im Pink and Sparkly in der Feuerstraße 9. Du bist reich. Du bist geboren im Januar 22 und ziehst jetzt hier ein. Wo ist die Cam? Heute Abend nicht da. Heute Abend nicht da. Ich habe meinen Junior hinter mir liegen. Wir hatten ja heute Kindergeburtstag. Ich bin fix und alle. Ich bin auch durchgeschwitzt. Ich sehe aus wie eine lebende Leiche quasi. Und deswegen, nee, heute Abend definitiv ohne Cam. Und wie gesagt, Junior liegt hinter mir dann sowieso nicht. Und er hat sich das gewünscht, er will heute Abend bei Papa schlafen. Da habe ich mal gesagt. Okay. Ausnahmsweise. Ja, aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag heute, kann ich euch sagen. Viele, viele Geschenke. Also heute so das Thema war irgendwie Dinos und Matchbox. Ich habe nie einen Dino mit Matchbox-Autos gesehen. Aber man lernt nicht aus. Auf jeden Fall genial. Aber ein Cousin hier gehabt, die Familie da. Mega, mega viel Action. Und ich glaube, wir müssen hier unten auch nochmal schnell was machen. Krematorium ist auch an der Grenze. Das können wir auch nicht mehr upgraden, dann bauen wir noch ein zweites Krematorium. Wartet mal, haben wir eventuell irgendwas im Gesundheitswesen, was... Die Seuchenschutzbehörde. Das bringt uns aber nichts. Gesundheitsforschungsakt. Nee. Das ist echt. Da hätte ich gern ein bisschen mehr. Da wünsche ich mir noch ein paar Upgrades. Ne, weil das Krematorium ist doch relativ schnell überfordert, habe ich den Eindruck. Könnte man hier hinten noch eins hinbauen? Vielleicht hier? Guck mal, haben wir da? Nee, kriegen wir nicht rein. Da kriegen wir es auch nicht rein. Da kriegen wir es auch nicht rein. Da steht was. Hier hinten. Da. Danke. Noch ein bisschen Platz im Krematorium. Kannst du das Krematorium nicht upgraden? Haben wir. Ich habe alle Upgrades auf das Krematorium drauf gemacht. Die gehen. Aber die sind halt auch nur begrenzt. Guck mal. Beides bereits gebaut. Ich wüsste nicht, was wir hier für ein weiteres Upgrade hätten, was wir darauf machen können. Ich kenne nur die beiden hier, ne? Und wir haben jetzt hier geguckt, es gibt auch keine weitere Forschung, die wir hier reinsetzen können. Ja, von daher, da ist Sense. Das ist alles, was wir machen können. Mehr das bringt ja nichts. Ne? Guck mal, hier sind 18 von 20 unterwegs, aber wir haben 132 von 150 Leichen. Das heißt, da kommen gar nicht mehr Leichen rein. Selbst wenn ich jetzt hier noch 20 weitere Autos zur Verfügung stelle, können wir nicht mehr Verstorbene aufbewahren, weil wir keine Verarbeitung haben. Ja? Das ist einfach die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die hier an die Grenzen gelangt. Ich habe auch die ganze Zeit, wenn wir mal jetzt hier hoch nochmal kurz springen, wir hatten hier das Krematorium. Ich habe das ja bis auf 30 hochgeknallt. Denke mir immer, ja, warum schreien die denn? Guck mal, hier sind 7 Autos noch in der Garage. Ja, guck mal hier oben. Das Ding ist dicht. Da geht einfach nicht mehr. Ja, immer den Blick drauf gehabt und dabei das Wesentliche übersehen. Auch wenn du Autos frei hast, kann es sein, dass die Gebäude einfach keine weiteren rausschicken, weil die Kapazität erreicht ist. Genauso kann es sein, dass die hier nach Gesundheit schreien, obwohl wir hier keine aktiven Fahrzeuge haben. Einfach, weil wir vielleicht keine Pharmazeutika mehr auf Lager hätten. Ja, das heißt, alles immer mit 2, 4, 6, 8, 10 Augen betrachten. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben hier den Friedhof. Da sind auch instant 12 Autos raus. Ach, guck mal hier, hier können wir gleich mal die Gebiete zuweisen. Der soll nur für hier oben zuständig sein. Und ja, theoretisch bräuchten wir jetzt wahrscheinlich hier noch ein Krematorium, um das Ganze vollends hinzubekommen. Na gut. Ja. Gut, das ist der ganze Einzugsverkehr. Den werden wir jetzt noch einen Moment haben, weil hier oben haben wir ja... Ich glaube, wir upgraden diesen kurzen Straßenbereich nochmal auf 3 Spuren. Dann haben wir hier 5? Ne, hier haben wir schon 5. Mehr geht nicht. Ne, das sind doch... 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hier haben wir 6. Ja, findet euch doch mal ein bisschen schneller zurecht.
KI schön und gut, aber das ist so ein bisschen, guckt euch das mal an. Jetzt haben wir hier die Straße geupgradet und die Autofahrer so, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich habe eine Spur mehr. Ich kann mich plötzlich nicht mehr entscheiden, wo ich lang möchte. Und der so, mir hängt da so ein Motorrad vor dem Anhänger. Alter, Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Also was ein Glück, bin ich kein Autofahrer in dieser Stadt. Mit dem Bürgermeister? Na gut, ist erstmal so. Ich glaube, wir machen Folgendes, um die Straßenfindung noch ein bisschen zu verbessern. Wir downgraden hier den Bereich auf 2 Spuren. Und dann würde ich den aber gerne mal ein bisschen manuell setzen. So, machen wir da auf 2 Spuren. Die 3 Spuren hätte ich hier gerne ein bisschen näher da dran. Bam. So, dann können die hier wieder auf 3 raus. Das ist okay. Wie hat dir gestern The Front gefallen? Das, was ich gesehen habe, fand ich sehr interessant. Ich fand tatsächlich dieses komische Gebäude, wo du da am Schluss dran standest und einfach nur AFK warst, irgendwie ein bisschen strange. Aber gut, das wird dann einfach wahrscheinlich so sein. Interessantes Spiel. Gegen was hast du da eigentlich gekämpft? Waren das Zombies oder was? Keine Ahnung. Sah irgendwie sehr seltsam aus, diese Figürchen da. So, guck mal, genau. Hier machen wir noch das Linksabbiegen weg. Bam. Und geradeaus. Und, ja, die wissen immer noch nicht, wo sie langfahren sollen. Ein selbst produzierter Stau von irgendwelchen, wer macht hier den Stau? Die Familie Rille. Das ist das Muzzle Stau Car. Bin mal gespannt, ob wir das irgendwann im nächsten Stau wiederfinden. Ach ja, du hast Erfahrung gebracht, wie man Stützen verschieben kann. Dragoni, klär mich auf. Dragoni, Dragoni, das ist doch geil. Ich nenne dich jetzt erstmal nur noch Dragoni. Warum? Lass dich bei Aurora bedanken, Dragoni. Muss die Straße auswählen, die da ist, und dann gucken, dass sich der Stützpfeiler blau markiert, und dann kannst du ihn verschieben durch Klicken. Okay, im Upgrade-Menü, das heißt, Straße auswählen, warte mal, was haben wir hier? So, jetzt ist der blau markiert. Und jetzt, wenn ich ihn hier hinklicke, ne, dann haben wir einen zusätzlichen Pillar. Ab. Ne. Wie viele Spuren haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, krieg ich nicht anvisiert. Wollen sie nicht. Der war auch nicht blau in dem Moment. Na, guck mal, wenn ich hier einen neuen Pillar habe, dann werden beide blau. Aber jetzt würde ich hier wahrscheinlich auch nur einen neuen Pillar setzen. Ne, ohne Upgrade. So, wenn ich jetzt hier die linke Maustaste drücke und schiebe, passiert da nichts. Ne, so verschwinden die beiden. Ja, Leute, also wieder was gelernt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Dragoni. Das ist cool. Das werden wir definitiv beim nächsten Mal, wenn wir hier solche Sachen bauen, berücksichtigen. Ich glaube, das wird uns viel Arbeit ersparen. Funktioniert aber nicht immer. Ja, wenn es ab und an funktioniert, wäre da schon mal was. Okay, ich glaube... Autosave. Ich hatte schon wieder kurz... Ich glaube, hier der Verkehr regelt sich auch. Ich glaube, wir hatten vorhin Stau bis hier. Das kommt jetzt so langsam zu einem Ende. Hier wollen... Boah, hier sind ganz schön viele, die abfahren wollen. Aber warum wollen die hier oben abfahren? Hier unten haben wir doch auch welche. Die wollen auch nicht hier wieder runter. Die wollen...
Die machen hier einen U-Turn, die Schweine. Ja, Zombies kann man nicht sagen. Das waren Menschen, die man zähmen kann. Okay. Wir spielen The Front und zähmen uns eine Armee. Menschen zähmen. Ja gut, das kannst du ja in RimWorld, kannst du das ja auch. Da kannst du ja auch die wilden Menschen zähmen. Also warum nicht auch in The Front? Die haben es immer noch nicht hingekriegt, sich hier einigermaßen zurechtzufinden. Guck dir das an hier. Der ist eben um das Auto rumgefahren. Warum auch immer der da stehen geblieben ist. Guck dir den an. Ah, okay, die verschwinden. Also die Spawn gibt es in dem Spiel tatsächlich auch, wie es ausschaut. RimWorld ist auch anders. RimWorld ist eine ganz eigene Baustelle, das ist richtig. Aber warum sollen sich nicht andere Spieler auch mal ein bisschen was von RimWorld abgucken, ja? Oh. Kacke. Es ist jetzt die Frage, hilft? Ach, guckt die Menschenmengen. Guckt euch mal an, was hier rumläuft. Das ist der Hammer. Kommen hier alle aus der U-Bahn. Ja, domestizieren, ne? Das ist so das alteingebrachte Wort. Das hast du bei vielen älteren Spielen. Domestizieren. Wenn ich. Boah, wie hieß denn das? Lass mich mal ganz kurz in meine Steam-Übersicht gucken. Da fällt mir nämlich gerade ein ganz bestimmtes Spiel ein. Wo haben wir es denn? Dawn of Man, genau. Dawn of Man. Finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Aber da fehlt mir momentan einfach die Zeit, da auch nochmal reinzugucken. Kann ich jedem nur empfehlen. Ne? Schaut es euch gerne mal an. Ist eigentlich sehr, sehr schön aufgebaut. Ist jetzt nicht unbedingt übermäßig leicht, ist aber auch nicht übermäßig schwer. So ein altes Steinzeitspiel, wo wir dann auch in Epochen voranschreiten. Finde ich ganz cool. Das ist, man könnte fast sagen, so ein bisschen der Vorreiter von Farthest Frontier. Wie heißt das Farthest Frontier? Nochmal gucken. Farthest Frontier. Ja, genau. Also ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich glaube, diejenigen, die das Spiel kennen, wissen, was ich meine. Okay, hier müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten. Ich denke, hier ist noch einiges an Einzugsverkehr mit dabei. Und ansonsten könnten wir eventuell hier hinten noch eine Connection schaffen. Weiß nicht, kriegen wir hier einen Weg hin, ohne eins von den beiden Hochhäusern abzureißen? Probieren wir mal. So, von da. Das sieht gut aus. Yes. Nice. Nice, 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 nice. So, dann machen wir hier noch eine Connection. Hang zu steil. What? Okay, dann reißen wir hier, warte mal, nicht alles ab. Das reißen wir ab und wir gehen wieder auf mein Lieblingstool. Zack. Oh. Jetzt haben wir es. Es heißt, es ist mit dem Tamen nur ähnlich wie ein Arkne ohne Knüppel. Ach du, ich würde die auch mit Knüppel tamen. Überhaupt kein Thema. Machen wir es wie die alten Neandertaler. Knüppel drüber und an den Haaren mit nach Hause schleifen. Geht doch. Wir verschlimmbessern den Straßenfluss-Dragoni. Das ist hier Standard. Das ist hier absoluter Standard, dass wir den Straßenfluss verschlimmbessern. Aber irgendwann geht's. Irgendwann geht's. Ne? Wenn du jetzt hier guckst, hier haben wir keinen Stau mehr. Das war vorhin ja noch hier die Ecke, die völlig überflutet war. Und hier ist jetzt nada. Nada niente. Finde ich ziemlich cool. Die sind jetzt alle hier. Die sind jetzt alle hier wahrscheinlich. Können wir hier noch was machen? Weiß nicht.
bin gerade am Überlegen, ob wir hier hinten vielleicht noch ein paar Gebäude reinziehen. Ja? Nein? Ich weiß nicht. Gucken wir später einfach nochmal drauf. Wo könnten wir jetzt hier für den Moment noch ein bisschen was machen? Hier ist sehr viel Platz. Hier ist sehr viel Platz. Hier würden wir das Ganze auch nochmal gucken. Wir haben hier dreispurige Straßen. Machen wir hier eine vierspurige draus? Wir machen hier eine vierspurige draus und werden davon noch ein... Na. So. Okay, da können wir nicht. Dann würde ich gerne... Lass mal von... Da. Machen wir das Stück hier noch vierspurig. Da machen wir dann Kreisel hin. Dann machen wir da, glaube ich, noch ein paar Wohngebiete rein oder so. Ach, komm schon. Bei manchen Dingen hakt das Spiel ganz schön. So, zack. Komm, reicht doch, um die Gegend zu filmen, brauchen wir gar nicht mehr. Wobei, lass mal gucken, wir haben gerade gar nicht mal so viel Nachfrage nach Wohngebieten, aber was würde das verkehrstechnisch machen, wenn wir Zielgewerbe reinsetzen? Ich glaube, das wäre uncool. Machen wir trotzdem Wohngebiete. Hier vorne vielleicht noch ein bisschen mittlere Dichte. So. Wie bei Conan, du musst HP unter 50% bekommen durch Schaden. Mit Waffen kannst dann ein Item auf die werfen, hast dann eine Chance, die ins Stadion zu bekommen, zu tamen. Hast es geschafft, nur einen zu tamen, musst es für den 10 Items verwenden, um den zu tamen. Ja, mein Gott, wenn das so einfach wäre, hätte es jeder. Oh, also, kann ich nachvollziehen, dass das nicht so leicht gemacht worden ist. Aber ähnlich wie Conan Exiles, ja, das ist mir tatsächlich ein Begriff. Oh, schöne Spielmechanik eigentlich. Ne, gerade wenn du dran denkst, du brauchst da ja verhältnismäßig viele Ressourcen, um dann diese Basen hinzustellen, die die da in den Vorschauvideos oder so hatten. Da hängt ja schon ein bisschen mit Arbeit hinten dran. Und wenn du das dann hier über diese Tames ein bisschen versimpeln kannst, why not? So, okay. Also ich denke mal, fürs Grobe haben wir jetzt hier hinten den Bereich erstmal ordentlich gefüllt. Wir lassen das jetzt mal einen Moment laufen, gucken dann auch später nochmal auf den Verkehr drauf, ob wir hier noch was machen müssen. Wir müssen hier oben auf jeden Fall noch ein paar öffentliche mit reinbringen. Da haben wir ja momentan noch gar nichts. Aber ich würde jetzt von der Bauweise erstmal hier so ein bisschen hier unten in den Bereich gehen. Na, da ist eigentlich noch gar nichts. Eigentlich noch gar nichts. Wir könnten diese Straße nutzen. Könnten diese Straßen, sonst kann ich die weiterführen oder muss ich da erst den Fußgängerweg abreißen? Muss ich erst abreißen? Alles klar, so. So, bis hierher. Jetzt ist die Frage, was setzen wir hier dran? Wir haben hier auf jeden Fall schon mal viel Büro, viel Gewerbe. Ich würde das, glaube ich, beibehalten. Dann werden wir hier auch wieder so ein bisschen mit Einbahnstraßen arbeiten, um den Verkehr einigermaßen im Griff zu haben. Und werden aber hier erstmal ein bisschen planieren. Wir werden hier erstmal planieren. Ansonsten haben wir hier wieder so einen Berg- und Talbahn mit den Gebäuden und das möchte ich nicht. So. Gucken wir mal, wie weit werden wir das Gebiet hier ausdehnen? Wir könnten eigentlich ein bisschen nebenan. So. Dann werden wir hier eine Ausfahrt machen. Hier werden wir noch einen Bezugspunkt starten. Dann gehen wir so von da, na, vielleicht bis hier hin. Machen wir da einen Kreisel hin. Machen wir da noch eine Straße nach oben, damit wir das Gebiet hier doppelt anbinden können. Das nehmen wir unten ein bisschen ab. Das würde ich tatsächlich so lassen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal so eine Straße hin. Mit der Waterwall dran. So auf. Dann machen wir erstmal runter auf 1,25 Höhe. Dann. Bam. Ach, guck mal, Leute. Genau so wollte ich das haben. Mega. Gleich auf Anhieb geklappt. Zack.
Besser. Aber da haben wir jetzt hier vorne... Oh, schade. Das hier machen wir nochmal weg. Ich hätte hier vorne gerne... Ja, genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Leveln geht relativ schnell. Du wirst auch gut durchgeleitet mit Missionen. Oh, Missionen bei so einem Game ist doch cool. Ein bisschen was, was dir das Spiel ein bisschen näher bringt. Aber ich glaube, den Weg müssen wir nochmal zeichnen. Und da... Na? Ah ne, ich habe das falsche Tool. So. Ja, jetzt geht's. Dann machen wir die Straße hier vorne weg. Wir machen hier einen kleinen Bogen rein, wo wir den Kreisverkehr dran kriegen. 24, 24, genau. Warum machst du das mit mir? Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hier einen Kreisverkehr hinmachen. Ob sich das dann wieder fängt. Nee, das sieht immer noch kacke aus. Machen wir mal weg, machen wir neu. Das ist ja oftmals das Rätselslösung. Das wusste Peter Fox schon. Ach, das ist ärgerlich. Okay, kriegen wir aber irgendwie hin. Kriegen wir aber irgendwie hin. So. Bis dahin. Okay, das passt schon mal. Dann machen wir das jetzt hier rüber. Machen wir mal in die andere Richtung. Das ist eine Ordnung. Jetzt führen wir hier die Straße weiter. Also so langsam aber sicher kommen wir zu einem Ergebnis. Okay. Not too bad. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Okay, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das jetzt hier wieder mit Einbahnstraßen hin? Ich habe eben noch groß getönt, ich will das mit Einbahnstraßen machen. Wenn wir jetzt hier hin anschließen, wenn wir daraus noch eine Einbahnstraße machen, kriegen wir das geupgradet. So, ja, es bleibt. Ja. Moment. Moment, Moment, Moment. Überlegung. Wenn wir die Einbahnstraße hier rüberführen, geht das? Kriegen wir das hin? Nee, so nicht. Aber das muss gehen. Das wird, das muss... Ja, ich glaube, damit hätten wir es. Dann machen wir das aber nicht dahin, sondern die führen wir hier dran. 180 Grad, da haben wir es. Bis hierhin. Höhe 0. Nee. So. Haben wir hier aber... Oder? Doch, haben wir. Haben wir. Aber trotzdem haben wir jetzt hier wieder diese komische Kante drin. Das ärgert mich. Okay, probieren wir das jetzt nochmal. Sagen, wir binden das von hier gleich. Warum kriege ich hier keine Supportline? Okay, machen wir von da aus mal. Da haben wir die Supportline. Sieht aber trotzdem kacke aus. Ah, wie machen wir das? Wie machen wir das? Probieren wir hier mal wieder das Help-Tool. So.
Now or never. Never. Das Spiel mag uns nicht. Schade, es hätte klappen können. So, oder wir gehen hier und ziehen das nochmal bis hier vorne hin. Das ist ein bisschen hoch. Niedriger. Wir weiten das Ganze hier nochmal ein bisschen. Ziehen auch hier nach unten. So. Schauen wir mal. Nächster Versuch. Ah, das sieht gut aus, glaube ich. Das sieht gut aus. Yes, jetzt haben wir genau so, wo soll es sein. Jetzt können wir hier hinten das Gebiet wieder ein bisschen abflachen. Herrlich, jetzt haben wir hier die durchgehende Linie, die ich wollte. Wonderful. Ja, manchmal dauert es eben ein, zwei Versuche länger, aber es geht. Gut, dann müssen wir hier die Straßen noch upgraden. Hier machen wir dann wieder zwei Spuren rein. Das Stück hier vorne hätte ich aber gerne ein bisschen anders. Nehmen wir hier die. Bis da. Schalten wir mal aus. Bis da. Dann hier hin. Not too bad. Aber auch nicht gut. Da müssen wir nochmal ran. Da ist wieder eine Note zu viel. Na, da ist das Support rein. Ist noch akzeptabel. Kann ich noch mitleben. Okay, dann machen wir jetzt hier in dem Bereich, machen wir Büros. Das hier hinten lassen wir so. Brauchen Büros und Gewerbe und teilen wir das hier und teilen das einfach ein bisschen auf. Wir machen hier abwechselnd Büro, Gewerbe. Dass wir die Gebäude auch noch ein bisschen durchgemixt bekommen. Hier neben. Will ich hier überhaupt ein Gebäude haben? Ja, will ich. Da muss noch was hin. Falsches ist da. So, gleich mal die Höhe noch ein bisschen an. Wir können eigentlich auch wirklich bis hier hinten ein bisschen die Ecke durchziehen, ha? Soll ich hier hinten auch noch vielleicht ein paar kleinere Gebäude reinsetzen? Why not? Why not? Da nehmen wir dann aber die Fußgängerstraße. Also ich möchte hier keinen großen Verkehr noch mit haben. Bis da. Bis da. So. Dann habe ich hier ein paar kleinere Gebäude hin. Schön Fußgängerstraße. Läuft. Wohnung. Nee, Wohnung machen wir keine. Jetzt sind die hier. Müssen wir hier wieder zu unserer Fußgängertaktik greifen. Okay, jetzt sind die hier alle weg. Bleiben die weg, wenn ich das hier wieder abreiße? Dann müssen wir da wieder ran. Ja, schade. Okay. Das würde ich mir wünschen, wenn ich die einmal wegmache, dass die wegbleiben. Weiß nicht, wenn da irgendeiner von euch noch einen Tipp hat, gerne her damit. Und das machen wir das hier runter. Nee. Das führen wir einfach hier nebendran so. Zack, bum, bang. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. So, dann machen wir hier. Die zeichnen wir mal manuell ein. Machen wir mal einen Themenwechsel.
da noch was. Da noch ein paar ganz kleine. Da auch. Noch ein Büro rein. Ah, nee, nee, stopp, stopp, stopp. Ich habe hier die falschen ausgewählt. Das sind die hohen, die will ich nicht. Hier sollen die kleinen mit rein. Tschüss, tschüss, tschüss. Hört sich ihn an Pokémon an? Nur so ein bisschen. Ich hatte ja gestern auch mal über den Discord, habe ich mal das Rapids, was ich in den Chat geschrieben habe, hatte ich ja mal angeteasert so ein bisschen. Das ist ja auch Pokémon für Große. Ich finde das Spiel ziemlich geil. So. War übrigens auch gestern ziemlich lustig. Vielen, vielen Dank an Deathkiller und Aurora. Da hatten wir jetzt zu dritt schön Streams laufen. Der eine bei dem anderen geguckt, was er gerade gemacht hat. Schön ohne Voice, dass man da gechillt sein eigenes Spiel weitermachen konnte. War ganz cool. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden dafür. War eine coole Session. Ja, hier machen wir noch ein bisschen was mit Bäumen. Jetzt hier nicht zu viel Weg reinmachen. Das könnte das Ganze wieder so ein bisschen... Ah, weiß nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie es sein soll. Ach, da ist ein Busch. Weg mit dem Busch. Bäumchen will ich. So. Haben wir hier noch ein paar Blümsche? Ein paar Blümsche. Ja, hier. Die Straße muss ein Besoffener geplant haben, so wie die aussieht. Guck mal, da kriegen wir doch bestimmt hier, genau. Pflegten gehen hier noch rein. Wenn die Wilddinger nicht gehen, gehen die Gepflegten. So, gar nicht mal schlecht. Kriegen wir da wieder ein bisschen mehr Vielfalt rein. So. Ja, das ist okay. Das ist okay. So, und hier hinten malen wir noch ein bisschen aus. Ein paar Edelkastanien. Fichten. Schön. Hoffe ich zumindest. So. Dann werfen wir nochmal einen Blick hier oben auf das Gebiet. Ob sich da was getan hat. Wir haben hier auf jeden Fall viele Tatorte. Oha. Wahrscheinlich, weil die Polizei nicht reinkommt, wenn ich mir den Verkehr hier so angucke. Obwohl, der Verkehr hat sich schon wieder ein bisschen gefangen hier unten. Das ist heftig. Ach. Du Scheiße. Sorry. Aber, Alter. What the f... Heilige. Dann wollen wir mal den Fußgängerüberweg weg. Das müssen wir anders machen. Den müssen wir einmal über die Straße oder unten drunter durchleiten. Aber können wir nicht alle über die Gas gehen lassen. Das geht ja nicht. Das geht ja mal gar nicht. Guckt euch das an, was hier los ist. Heiliges. So. Einmal machen wir es unten, wir machen es nach unten. Na komm. Okay. Warum? Das ist gar nicht schön. Hm. Jetzt, Moment. Das irgendwie kriegen wir das hin. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Nee, möchte ich so ehrlich gesagt nicht haben. Okay, let's think about it. Wir machen das noch ein bisschen kleiner und versuchen mal nicht auf 0 zu gehen, sondern
Warum snappt der da jetzt nicht? Jetzt. Sondern bleiben mal auf minus 1,25. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser als vorher. Wenn wir hier, da müssen wir noch ein paar Bäumchen drüber setzen, damit wir hier das Meeresrauschen nicht ganz so sehen. Oh, jetzt will der da nicht hin. Oh. Und dann noch Büsche rein, Büsche. Wie schön ist der doch. So, dann haben wir hier schon mal den Überweg. Oh, hier ist es genauso schlimm. Könnten wir das machen? Wir könnten von hier hinten könnten wir noch einen Weg führen. Ungültige Form. Auch 7,5. Wo ist der? Der ist da. Zack, zack. So, dann leiten wir die direkt hier hinten rüber und hier vorne machen wir den Bürgersteig auch weg. So, die können zur Not da hinten rüber, können hier lang. Möglichkeiten gibt es genug. Oder sie nutzen gleich den Weg nach hier. So, also wir hören Polizei noch in Nöcher. Wir haben hier irgendwo ein Polizeihauptquartier stehen. Irgendwo. 15 von 20. Okay, was haben wir hier an Aufwertungsmöglichkeiten? Mehr Platz für Verbrecher. Für Verhaftete haben wir 9 von 100. Mehr Platz für Polizeiwagen, das fühle ich. Das machen wir. Polizeihubschrauber. Sind nicht ganz so effektiv, aber machen wir trotzdem. Sehen wir hier vielleicht mal einen abheben. Das wäre cool. Lieber Polizeihubschrauber, möchtest du uns mit deiner Anwesenheit beehren? Habe ich noch nie gesehen. Ah, da ist er! Da ist er! Wir können! Okay, ihr Lieben. Ein Rundflug. Ich putze mir mal schnell die Nase. Ihr habt Spaß mit der Polizei. Dein Freund und Helfer. Haben die da jetzt echt einen abgeholt? Ich habe gar nicht gesehen, dass sie da irgendwie ein Seil runtergelassen hätten oder dergleichen. Also ich gehe mal fast von aus, Scotty sitzt hier drin, ne? Sag auch, Pika, Scotty, beam me up. Hier haben sie hier den nächsten, der hochgebeamt wird. Ist schon cool, ey. Ja, mal die Stadt aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Das finde ich cool. Und wenn ich das so sehe, kriege ich richtig Lust, dass wir hier gleich oder in kürzer überschaubarer Zeit mal mit einem Flughafen anfangen, ihr Lieben. Boah, also hier diese Abfahrt, die ist heftig. Die ist so krass in Anspruch genommen von den ganzen Autos. Der Wahnsinn. Müssten wir eventuell mal überlegen, das Ganze ein bisschen zu upgraden. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wo ist der Hubschrauber? Da ist er. Oh Gott! No! Oh Hilfe! Ja. Okay, wir haben Hubschrauber, die durch Gebäude fliegen können.
Da wirst du gleich am Frühstückstisch observiert, ob du auch ja genug Zucker im Kaffee hast. Ah, Zucker im Kaffee. Gut, bleiben. Na gut. Aber vielen, vielen Dank fürs Mitfliegen. Wir werden uns wieder anderen Dingen zuwenden. Ach du Alarm, Ace, hier ist wirklich richtig, richtig viel Verbrechen. Könnten wir tatsächlich mal überlegen. Die Polizei ist hier hinten. Wir haben aber eigentlich 15 von 31 unterwegs. Ach, guck mal hier, wir haben noch keine. Doch. Bezirk haben wir ausgewählt. Daran kann es also nicht liegen. Na gut. Aber ich finde, das gliedert sich hier oben richtig gut ein. Auch hier mit dem schönen grünen Bereich. Hier vorne müssen wir noch ein bisschen was machen. Hier, so diesen Bereich hätte ich tatsächlich gerne noch mit Gebäuden gefüllt. Haben wir noch irgendwas Größeres, was wir hier reinbinden könnten? Lass mal hier gucken. Hier müsste es doch irgendwo noch ein paar Special-Gebäude geben. So in der Wohn- hier so mittlerer Bereich. Was brauchen wir da? Wohnhäuser mit mittlerer Dichte 2500 Zellen. Oha. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, Leute. Da müssen wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen spammen, dass wir in die Richtung kommen. Das hier, Vertigo Square, haben wir bald. Das ist auch nicht wirklich das Wichtige da drin. Der Wellenturm. Hohe Dichte, Stufe 5. Oha. 50 Wohnhäuser in hoher Dichte auf Stufe 5. Wir haben nicht mal eins bislang. Das wird eine Herausforderung, der Wellenturm. Hier haben wir sogar 100. Das Halo Heights. Und die Graskrone. Ja. Wir haben auf jeden Fall geplant noch ein bisschen was. Hier brauchen wir 4000 Zellen gemischte Wohngebäude. Ach, krasse Haar. Plus 1 Attraktivität stadtweit. Ja, das ist mal eine Aussage. Also da werden wir auf jeden Fall reinmachen. Das Figura-Gebäude hört sich cool an. Ich denke, dann werden wir hier drüben das Gebiet so ein bisschen danach ausrichten. So Wohngeschäftshäuser. Dass wir hier ein, zwei Hauptstraßen durchziehen. Vielleicht auch eher Einbahnstraßen. Wo wir dann wirklich Wohn- mit Geschäftshäusern drin haben. So, und? Aber eben habe ich gesagt, dank dem Hubschrauber habe ich eigentlich jetzt eher Bock auf Flughafen. Zack. Die für die spezielle Industrie sind am einfachsten. Also gucken wir da nochmal rein. Wenn du sagst, die sind am einfachsten. Was brauchen wir hier? Ölbohrgebietszentrale Gebäude. 2 von 10. Okay, das ist nicht so schwer. Fahrzeugfabrik kriegen wir da. Bergbau. 4 von 10. Auch machbar. Da müssen wir halt wirklich hier Masse spammen. Nee, schwer ist es nicht. Hier, Pharma. Da brauchen wir eine medizinische Universität. Das kriegen wir hin. Okay, komm. Das kriegen wir hin. Medizinische Universität. Da haben wir die technische, da haben wir die medizinische. Und wir haben immer noch 22 Punkte frei. So, was ist das hier für ein Gebäude? Das ist die Zentralbank. Wir könnten da jetzt sein und sagen, unsere Pharma arbeitet mit der Zentralbank zusammen. Ach du Schande. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, komm. Klatschen wir hier rein. Da ist die Pharma. Ein Riesenteil. Ach, guck mal hier. Nee. Hä? Können wir das jetzt? Ich würde das gerne upgraden. Da. Was haben wir hier? Erweiterungsflügel für noch mehr Studenten. Praxisklinik. Plus 5 Gesundheit im Umkreis von 1 Kilometer. Boah, das macht doch tatsächlich eher Sinn, sowas in die Stadt reinzuklatschen. Forschungsarbeit erhöht die Abschlusschance der Studenten. Boah, wir kriegen.
Leute, wenn wir hier den Bereich abreißen. Lass mal gucken, wie viel Platz brauchen wir dafür. Aber das würde sich doch eigentlich anbieten. Ich habe im letzten Spiel schon einen riesigen Campusgelände mit allen Bildungseinrichtungen gebaut. Dafür müsste ich das hier komplett nochmal neu aufziehen. Das ist auf jeden Fall eine geile Idee. Das können wir mal für die Themed-Stadt auf YouTube mal berücksichtigen. Aber hier, glaube ich, kriege ich das jetzt zumindest da nicht mehr rein. So 490 brauchen wir. 490 Meter. So, wir könnten hier ansetzen. Das ist zu viel. Müssten wir hier die ganzen Geschäftshäuser wieder abreißen. Wie breit ist denn das Ding? Lass mal kurz nach der Breite gucken. Meter. Kriegen wir die hier hinter? Nee, ne? Das ist definitiv weniger. Ja. Nee, wir müssten dann hier die Geschäftszeile abreißen. So, wir hatten hier 3 freie, 4, 5. Sagen wir 5 Kästchen. Nee, wir müssen weiter weg planen. Wir müssen ab hier planen. Nee. Dann hätten wir nur hier die 3 Flächen frei für die Gewerbe. Das ist mir zu wenig. Die sollen ruhig ein bisschen höher sein. Ich will nämlich hier eigentlich auch noch Wohngebiete mit rein haben. Ah, schade. Ah, ich kämpfe gerade mit mir, Chat. Ob wir das hier eventuell wirklich abreißen sollen und ob wir da die medizinische Universität reinknallen. Ich meine, wir kriegen auf jeden Fall Gesundheit dazu. Das würde dann aber nur dem Bereich hier helfen. Hier unten Gesundheit im Gewerbepark und in den Büros eher weniger. Und was wir noch berücksichtigen müssen, wir brauchen den Platz für die Upgrades. Oder sind wir hier direkt auf dem Feld? Nee, die müssen auch noch daran. Das hier können wir aufs Feld machen, aber die anderen Upgrades müssen hinten ran. Das schaffen wir nicht. Den Platz haben wir da leider nicht. Das ist schade. Das würde von der Größe her, also wenn es nicht ganz so groß wäre, aber so von der Form her würde das genau hier hinten reinpassen. Na gut. Wir bauen es hier hin. Wir haben ja hier gesagt, wir machen hier die Wohngeschäftskombo. Das heißt, es wird auf jeden Fall seinen Sinn erfüllen. So, dann machen wir das hier hin. Das ist direkt daneben. Was war das hier nochmal? Praxisklinik. Stackt das? Wenn ich jetzt hier noch eine Praxisklinik baue, kriegen die dann plus 10%? Irgendeiner im Chat da, der mir das beantworten kann, kriegen die, wenn wir das stacken, nochmal plus 5 drauf, dass wir bei plus 10 sind? Können wir das hier irgendwo einsehen? Lass mal gucken, wir haben hier eine Effizienz. So plus, oh, plus 10% Krankenhaus. Oh, guck mal, da ist es. Also zur Not müssen wir nochmal bauen. Tatsache, das stackt. Wir haben hier plus 10% hinzugekriegt. Das stackt, das ist ja mega cool. Aber ich denke mal, 10% sind in Ordnung. Jetzt, was haben wir hier? Wo sind wir denn momentan? Wir laufen bei 700.000 plus, alles klar. Und das kostet im Monat 115 Ersatz. An. Zack. Geiles Gebäude. Richtig cool. Okay, fein. Also darauf bauen wir auf jeden Fall auf. Dann, wie machen wir es? Ich will hier direkt Wohngebäude haben. Wir nehmen hier die Höhe.
und glätten das Gebiet jetzt mehrfach. Können hier 1, 2, 3, vielleicht noch eine vierte Höhe hier unten machen. So, aber erstmal machen wir das hier so. Ziehen das bis hier vorne durch. Das machen wir nochmal weg. Gucken, wie das aussieht, wenn wir sagen, wir bauen das gesamte Gelände hier ein. Nee, das ist kacke. Hier lassen wir ein bisschen Platz dazwischen. Machen das dann einfach ein bisschen geschmeidiger. So, aber hier die Höhe würde ich tatsächlich gerne beibehalten. Ziehen wir hier hinten raus. Machen wir jetzt noch ein bisschen größer. So, dass wir sagen, dieses Gelände hier werden wir vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen anpassen. Ich will hier hauptsächlich eine Straße durchhaben mit Gebäuden rechts und links. Dass wir die auf der Höhe haben, dann werden wir von hier oben nochmal die Höhe ein bisschen nach unten ziehen. Und eventuell probieren wir hier mit den Fußgängerüberwegen diese Wände zu schaffen. Dass wir hier die Erde wegmachen auf jeden Fall. Okay, klar. Aber, Moment, stopp nochmal zurück. Hier unten, das würde ich glaube ich gerne lieber angleichen. Müssen wir hier noch ein bisschen wegnehmen. Ja, das ist okay. Das ist absolut okay. 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 Dann, was haben wir hier? Haben wir hier vierspurige Einbahnstraße. Ich denke, das ist okay. Okay. Wie oft sage ich jetzt noch okay? Noch ein paar Mal wahrscheinlich. So, bis da. Bis da. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt, welche Höhe nehmen wir? Wir nehmen die Höhe hier. Falsches Tool. Die Höhe. Aber wir müssen erstmal Gebäude machen, ansonsten kann ich das nicht ganz abschätzen. Hier klatschen wir ruhig immer wieder ein bisschen Ruhe rein. Von denen brauchen wir auf Garten der Epikur. Guck mal, da haben wir das nächste Gebäude freigeschaltet. Luxuriöse Wohneinheit über einem Gourmet-Restaurant. Für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen. Oh, das ist cool, das nehmen wir für da hinten, wo ich vorhin gesagt habe, da brauchen wir noch was für rein. Sehr, sehr geil. So, und jetzt haben wir hier ein bisschen Platz. Das müsste von der Nähe her gehen. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob wir mit dem Fußgängerweg das genauso hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Da würde ich gerne noch ein bisschen Platz haben. Das machen wir jetzt als erstes. Ja. Dafür gehen wir mal auf 2,5 hoch. So bis hier hin. Nicht ganz. Nicht ganz. Dann müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten. Aber teilweise haben wir es schon. That's not bad. So, dann machen wir das jetzt ein bisschen kleiner. Noch ein bisschen kleiner. Die Höhe. So, da war es noch auf dem Boden. Da klauen wir noch ein bisschen was. Hier klauen wir noch ein bisschen was. Hier müssen wir noch ein bisschen was dazugeben. So, wie sieht es jetzt aus? Nee, warum?
Ach, komm schon. Komm mal. Wir machen nochmal. Fangen wir mal von vorne an. Ich habe keine Lust, dass wir hier irgendwelche komischen Gaps drin haben. So, zuerst hier oben. Das springt teilweise ein bisschen. Das bleibt nicht auf einer Linie. Ich habe aber keine Ahnung, warum. Ein bisschen schief machen. Okay, probieren wir damit mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Et voilà. There we go. Wonderful. Wenn wir das hier schön wegnehmen. Oben müssen wir gleich ein bisschen nacharbeiten, aber Hauptsache, wir haben hier unten erstmal diese wunderschöne Retaining Wall. Oh, mega. Dann haben wir noch ein bisschen Platz, wo wir ein paar Bäumchen dahinter pflanzen können. Sehr, sehr gut. Und wenn wir das mit den anderen Höhenstufen genauso gut hinkriegen, bin ich mehr als begeistert. Nicht hundertprozentig anliegen. Ah, zumindest, dass wir hier mal keinen Unterschied haben. Und wenn dann unten noch ein bisschen Erde zu sehen ist, dann ist das halt so. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in die richtige Richtung. Gucken wir mal hier unten. Ja, okay. Ist halt, ne, das ist halt eine Fußgängerstraße, die ist halt nicht so breit. Aber komm, ist okay. Ist in etwa das, was ich mir vorgestellt habe. Bin ich zufrieden mit. Bin ich absolut zufrieden mit. Wenn wir es anders haben wollten, besser, müssten wir wahrscheinlich hier auf eine normale Straße abweichen. Das möchte ich aber nicht. Okay, hier müssen wir nochmal ran. Das müsste jetzt klappen. Ja, ist gut. So können wir es lassen. Okay, jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Versatz drin. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Das hebt das Ganze nochmal so ein bisschen von den Gebäuden ab. Machen wir hier, machen wir später noch eine Verbindung zur Straße. Das ist nice. That's nice. Was haben wir denn hier für ein Thema? Ist das europäisch angehaucht? Lass mal gucken. Ja. Dann machen wir hier oben drüber, machen wir amerikanisch, also nordamerikanisch. So, das machen wir auch mit Einbahnstraßen. Wir nehmen hier auch die vierspurige Einbahnstraße. Müssen wir auf der anderen Seite gucken, wie wir das in irgendeiner Art und Weise connecten. So, erstmal bis dahin. Jetzt möchte ich hier die Gegenden eigentlich noch so ein bisschen abholen. So, hier machen wir jetzt verschiedene Ausbuchtungen mit den normalen Straßen. Also quasi, wenn wir hier unten drauf gucken, so in diese Straßenschluchten reinschauen können.
Hier vorne den Bereich lassen wir auch mit ein bisschen kleineren Gebäuden, dass wir hier eben einen guten Blick auf die Zentralbank haben. Da möchte ich den Blick eigentlich nicht verbauen. Sonst wäre das Gebäude so ein bisschen useless. Aber dann ab hier neben werden wir in die höheren Gebäude reingehen. Sehr schön. Also egal, dann überlappt das halt ein bisschen. Nevermind. Und hier noch eins. Dann ist fertig. So wichtig ist mir jetzt hier an den Stellen. Ich möchte nicht an der Straße bauen. Zumindest nicht auf diese Seite. Da. Machen wir jetzt hier unseren Fußgängerweg hin. Also die Bürgersteige machen wir gleich mal weg. Den da lassen wir. Den da lassen wir. Da kommt der weg. Der hier kann erstmal bleiben. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier. Na, es ist nicht ganz perfekt, aber es ist okay. Aber warum machst du das nicht? Machen wir erstmal bis dahin. So, dann machen wir den bis hier. Dann gehen wir wirklich bis hier vorne hin, auch auf der Höhe 2,5. Dass wir eben hier so eine kleine Gebäudetrennung damit noch haben. Haben wir hier nochmal so ein optisches Highlight zwischen den Gebäuden. Finde ich ganz cool. Dann können wir hier rechts und links noch ein bisschen mit Bäumen arbeiten. Das machen wir jetzt hier hinten an der Stelle auch nochmal. Na. Jetzt. So, ist da. Richtig gut. Hier hinten können wir eventuell überlegen, nochmal so ein drittes Ding zu machen. Okay. So. Jetzt brauchen wir hier hinten, wir haben hier 4 Spuren, wir haben hier 4 Spuren. Die Frage, wo nehmen wir die Straße her? Das ist vielleicht das hier als oberstes, dann gehen wir 4 Spuren hier runter, können hier, sagen wir mal, auf 6 Spuren upgraden. Aber wo führen wir die dran? Oder wir nehmen 2 Spuren, die wir hier hinsetzen, gehen hier mit 2 runter und führen hier 4 weiter. Dann eventuell hier mit einer Brücke über die Straße drüber und irgendwo hier unten nochmal eine Connection gebaut. Das hört sich eigentlich nach einem Plan. Jetzt müssen wir mal gucken, wo nehmen wir hier den Weg über die Gleise. Nehmen wir hier wieder das Bügeleisen einmal. Wir gehen noch ein bisschen weiter nach vorne. So, das hier in etwa. Hier müssten wir eigentlich über die Gleise drüber kommen. So. Nehmen wir erstmal die 4 Spuren. Und da... Da. So, da machen wir einen Split. Drei Spuren hier rüber. Müssen wir hier wieder mit meinem Lieblingstool arbeiten. Ich erwähne es immer wieder, weil es einfach so vieles einfacher macht, gerade beim Straßenbauen. Und es
smooth. Wonderful. Und jetzt bitte, bitte, bitte. Lasst das hier drüber gehen. Wie hoch müssen wir, dass das klappt? 5. Also, es geht auf jeden Fall. Reicht 5? Bam. Na, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Darf es denn ein bisschen mehr sein? Heute? Ja. Wo haben wir 180? Da haben wir 180. Da hatten wir 180. So, 6,25. Springt er hier hinten wieder runter? Okay, 6,25 reicht auch nicht. Nochmal. 7. Jetzt bleibt er gerade. Alles klar, wonderful. Genau so muss es sein. Jetzt hier bringen wir es hier dran. Überlappen. Wir gehen hier auf 0 runter. So. Kreiseldingens. Jetzt, wie siehst du aus? Oh, mega. Mega, mega, mega. Entschuldigung. Mega. Wir kriegen hier nochmal die Wand nach oben. Das nutzen wir direkt. Das finde ich ziemlich cool. Ah, das hätten wir auch. Nee, da ist zu viel Höhe. Wenn das jetzt noch ein bisschen höher reichen würde, wäre das cool. Können wir mal testen, wie hoch können wir hier das anheben, dass das bleibt. Das geht. Nee, okay, das ist das Maximum an Höhe. Treppen im Kreissaal. Treppen im Kreisel. Oh. Nö, nö, ich sehe da keine Treppen. Wo sind da Treppen? Da ist ja noch nicht mal ein Kreisel. Keine Ahnung, was du meinst, Dragoni. Tja, ein bisschen schade. Okay, jetzt. Ich glaube, dann machen wir hier definitiv. Wir lassen einfach mal die Connection so. Hier haben wir auch schon wieder so einen kleinen Gap drin. Okay, wir nehmen es erstmal so hin. Wir machen jetzt erstmal den großen restlichen Teil. Eventuell gehen wir hier später noch ran, bauen das ein bisschen um, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Aber für den Moment nehmen wir das einfach mal so hin. Danke für deinen Hinweis. Machen wir hier eine Kurve. Ja, machen wir hier eine Kurve. Ist hier noch ein bisschen. Das ist ziemlich cool. Jetzt müsste ich dieses Straßenstück hier ein bisschen upgrade bekommen. Mal gucken, kriegen wir das irgendwie hin? Yes! Das sieht doch extrem cool aus. Okay. Ampel machen wir weg. So, und jetzt die Frage, auf welcher Höhe kommen wir hier hinten an? Autosave. Eventuell gehen wir auch über die Straße hier drüber. Lass mich mal probieren. So, machen wir erstmal gerade. So, wenn wir hier hingehen, das sind 180 Grad. Wie hoch müssen wir gehen? Ach, das ist da jetzt nicht wahr. Wegen dem Kreisel geht das nicht.
179 Grad geht, 180 nicht. Dann haben wir 179, okay. Gucken, wie das aussieht. Eigentlich ziemlich cool. Nur weiß ich nicht, was wir mit der Straße in der Höhe anfangen sollen. Das hier würde ich auf jeden Fall gerne so lassen. Das gefällt mir richtig gut. Dann könnten wir hier neben, keine Ahnung, Fußgängerüberweg noch drüber kommen lassen. Aber was machen wir jetzt mit der Straße? Ich könnte natürlich jetzt hingehen und könnten sagen, wir heben hier das Gebiet nochmal heftigst an. Probieren wir einfach mal. Mal gucken, wie es aussieht. Rückgängig machen kann man es immer noch. Test. So, wir nehmen die Höhe. So, machen einfach mal so diesen Gebietspart hier. Dann nehmen wir die Höhe, machen hier außen rum. So, ungefähr bis da. Die Höhe führen wir hier weiter. Wir haben ja eh gesagt, wir machen hier nochmal ein separates Plateau. Wenn wir gar nicht so viel einkletten. Das geht hauptsächlich schon. Das ist alles schon in der Größe. Ja. Ja. Ein bisschen Detailarbeit. Kriegen wir das jetzt richtig cool hin? Hier machen wir noch ein paar Abfälle. Das hört sich falsch an. Hier machen wir noch ein paar Stufen rein. Dann probieren wir die gleich mal ein bisschen anzupassen. So, das machen wir gleich neu. Hier hätte ich gerne so Wände, wie wir hier oben dran haben. Wollen die alle zur Uni? Ne, das ist der Einzugsverkehr für hier oben. Oh, jetzt ist es aber höher. Okay, wir müssen das Stück nochmal neu machen. Wir sind hier ein bisschen zu hoch gekommen. Da. Gehen wir mal auf 0 runter. Aber wenn wir jetzt hier direkt drankommen. Nee. Da beißt es sich hier mit, warum auch immer. Mal 1,25 an Höhe machen. 2, 3, 5 müssen wir. Wo haben wir unseren Ansatz, den wir brauchen? Da. So, und dann gehen wir jetzt hier von den 5 auf 0. Ja, doch. Das ist ganz gut. So, was machen wir hier mit dem Gebiet? Wie groß? Den Flughafen haben wir freigeschaltet. Wie groß ist denn der? Ja. Den kriegen wir dann nicht drauf. Nicht so wirklich. Der ist ein bisschen größer. Aber der würde... Hier unten. Das wäre vielleicht eine Variante. Oder wenn wir sagen, wir bringen den hier oben hin. So in diesen Bereich hier rein.
Dann müssen wir allerdings hier wieder sehr, sehr stark mit dem Bügeleisen dran kriegen. Gehen. Aber ich glaube, das würde mir von der Theorie her sogar besser gefallen. Wenn wir den hier hinbauen, dann könnten wir hier hingehen, könnten hier noch eine Abzweigung machen. Könnten von hier aus hier oben nochmal rangehen. Könnten das hier hinbringen und damit auf die zweite Golden Gate Bridge und wir hätten hier noch Anschluss an das untere Gebiet. Dann müssten wir eventuell überlegen, dass wir hier nochmal eine separate Autobahn langführen. Von hier, keine Ahnung, hier durch bis hier unten dran. Und hier nochmal durch das komplette Gebiet durch. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Also, merken wir uns auf jeden Fall schon mal eins. Hier kommt irgendwann in Zeiten der Flughafen hin. Können wir nicht mehr heute machen. Ich glaube, das ist so ein Projekt, da würden wir wahrscheinlich einen kompletten Abend mitfüllen können. Der Flughafen, ne? Wie gesagt, Autobahn. Ab nach hier unten zimmern. Wir brauchen eine Anbindung an die Golden Gate Bridge. Wir brauchen eine Anbindung an die Golden Gate Bridge. Wir müssen das Gebiet hier ein bisschen anbinden. Ich hätte hier das Gebiet gerne angebunden. Das wird eine Mammutaufgabe, das hier richtig, richtig gut reinzukriegen. Das wird da eventuell noch mal ein bisschen mit dem Verkehr machen. Und dann müssen wir die öffentlichen planen. Wir müssen hier eine Zughaltestelle hinmachen. Da können wir aber hier die Linie für nutzen. Wir müssen das Ganze mit einer U-Bahn anbinden. Eventuell könnten wir jetzt hier auch mal mit einer S-Bahn anfangen. Also man sagt, man bindet hier eine S-Bahn an und macht dann hier unten das Gebiet, dass wir das ein bisschen mit S-Bahnen nutzen. Da haben wir noch gar nichts bislang. Ich glaube, die Idee gefällt mir. Es wird aber echt ein Mammutprojekt. Ich weiß nicht, ob wir das in einem Stream hinkriegen, das richtig anzubinden, aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Gut, aber für den Moment konzentrieren wir uns nochmal hier auf das kleine Viertel. So, die Straßen sind soweit angeschlossen. Das hier binden wir jetzt erstmal hier unten an den Kreisel mit an. So. Wer es noch nicht gehört hat, ich benutze wieder meinen Lieblingstool. Wir wollen dahin. Und das machen wir bis so. Beziehungsweise lasst mal kurz überlegen, wir brauchen hier noch eine Anbindung an das untere. Das müssen wir etwas anders machen. Ich möchte gerne hier hinkommen. Bin ein bisschen steiler. So. Ja, auf jeden Fall besser. So, vierspurige Einbahnstraße, das heißt, was haben wir denn hier? Hier haben wir drei Spuren, da haben wir drei Spuren. Dann könnten wir hier nochmal drei Spuren nach unten führen. Ne, wir machen hier vier, also eine vierspurige Straße. Nehmen wir das hier irgendwie so mittig. Kriegen wir. So. Nicht ganz so weit. Oh, das sind 56, 56. Jetzt nehmen wir das Tool hier. Einmal nach da. Nee. Dahin. Dahin. Ja, looks good. Looks good. So, Kreisel. Nein, Dragoni, wir haben keine Treppen gebaut. Das werden wir jetzt hoffentlich hier oben auch nicht.
Das Stück hier müssen wir nochmal abreißen, ansonsten haben wir hier wieder eine Note zu viel. Und nein, hier haben wir auch keine Treppen gebaut. Super, jetzt ist das Gebiet angebunden, dann können wir hier... Die warten auf Leichenwagen. Hallo! Ihr seid doch noch gar nicht so lange da, dass hier schon Leichen sein könnten. Was machen die denn alle? Hier brauchen wir Kreisel, machen wir hier einen großen rein. Ja, müssen wir hier noch Leichenhaler anbinden. Oder vielleicht hier oben rein. Ich habe ja eh gesagt, hier vorne kommen keine hohen Gebäude rein. Dann machen wir hier vorne das Krematorium hin. So, das sollte mit seinen Erweiterungen sollte das hier reinpassen, oder? Mal hier zwei Fahrzeughallen kriegen wir dann mit hinzu. Ist definitiv von der Höhe her passend, dass wir hier ein uneingeschränktes Blickfeld auf die Zentralbank haben. Und hier neben können wir Parkplätze hinmachen. Haben wir in dem Gebiet noch gar nicht geplant. Müssen wir gleich noch mal ein paar mehr machen. Zwei. Ja, perfekt. Als ob es geplant gewesen wäre. So, Preise 25. Wir könnten ihn noch höher schrauben, aber... Ach komm, ein bisschen Fairness. Bisschen Fairness. So, dann machen wir hier alles voll mit den Wohngebietskombis. Hier oben gehen wir in den nordamerikanischen Stil. Hallöchen. Luxuriöse Wohnungen über einem Bekleidungsladen. Mit einem stets aktuellen Kleiderschrank im Erdgeschoss sind jeden Tag die Sicherheit und Pep garantiert. Ja, holla. Das machen wir anders. Dafür nehmen wir erstmal hier unten drei weg, dass die sich hier an den Seiten aufbauen. Dann müssen wir jetzt hier gleich gucken, wie viele Gebäude wir abreißen müssen, dass wir es hinkriegen, dass die hier an den Seitenstraßen sind. Und macht ein bisschen schneller. Nee. Nee, 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 nee. Nein, nein. Muss ich ein bisschen mehr machen? Nein, 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 nein. Och, komm schon. Die wollen nicht dahin, wo ich sie haben will. Ey, Schweinepriester. Na, nee, wieder nicht. Okay, dann wieder Trick 17. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, meinetwegen, die zwei... ist egal. Bevor wir jetzt hier noch eine Stunde stehen, die nochmal abreißen. So, auf der anderen Seite ist es tatsächlich egal. Die sollen ruhig an der Straße selber bauen, aber erst ab hier. Und hier ein paar kleinere. Gut, dann haben wir hier oben noch ein bisschen Platz. Also hier bauen wir da eventuell Parks hin. Oder wir gehen hier auch nochmal mit Einbahnstraßen seitlich weg. Können wir zum einen hier einen Parkplatz hinsetzen.
So, und bringen hier noch ein bisschen Struktur rein. Double Win. So, die ganzen Ampeln hier mal weg. Ich glaube nicht, dass wir hier oben in irgendeiner Art und Weise eine Ampel brauchen. Das verstehe ich beispielsweise auch nicht. Warum ist hier eine Ampel entstanden? Wir haben nur Straßen, die in eine Richtung gehen. Da hätte überhaupt keine Ampel Sinn gemacht. Na gut, diese Cities. Jetzt machen wir hier oben Parkhaus hin. Oder machen wir so einen großen Parkplatz hin. Ich meine, von der Fläche her wird wahrscheinlich so ein großer Parkplatz mehr Sinn machen. Ne, auch weil hier die meisten Autos reinpassen. So, wir haben hier 321. Ich glaube, bei einem oberirdischen Parkhaus sind wir bei Pi mal Daumen 160 Parkplätzen. Na komm, und den Rest füllen wir aus. Wir brauchen Masse von denen. Wechsel vielleicht nochmal das Thema hier hinten ein bisschen durch. So, und das lassen wir offen. Hier kommen noch ein paar Böhmischer rein. And his name is John C. Da, 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 da. Peach, einen wunderschönen guten Abend. Super, ich fuchle hier mit den Armen rum. Habe erst gar nicht dran gedacht, dass ich heute Abend mal keine Cam an habe. Grüß dich, Peach. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So. Böhmischer, was haben wir jetzt hier? Kiefern und machen wir noch ein paar Pappeln dazwischen. Ja, hallo, ich bin Peach. Ja. Ich bin Rafe. Grüße, Peach. Wie geht's dir? Was macht das Fische fangen? So, hier gleich mal mit der Höhe noch ein bisschen anders. Gefällt mir so nicht. Ein bisschen besser. Gut und selbst? Ja, überwiegend gut. Ein bisschen geschafft heute. Kindergeburtstag. Stimme ist auch noch nicht hundertprozentig wieder da, aber es löbt. Kann mich eigentlich nicht beschweren. Dankeschön. So, ich denke, wir werden hier hinten für das Gebiet nochmal Feuerwehr und Polizei auch einsetzen. Das machen wir vielleicht hier in dem... Ach du... Schöne Scheiße. Sind das hier alles Taxen? Das sind alles Taxen, ey. Die haben sie doch nicht mehr alle. Ich habe hier den. Hier Stadtbestimmung. Minimalpreis für. Nee, komm. Guckt, wie ihr anders in die Stadt kommt. Aber hey. Boah. Dann kriegen wir das hier in irgendeiner Übersicht bestimmt. Da. Ne? Nee, damit nicht. Es gab eine Übersicht. Hier, ja. Es ist alles Taxi hier hinten in dem Bereich. Boah, die Stadt ist überschwemmt davon. Naja, wenn da schon so viele Taxen sind, dann sollten wir vielleicht eher unsere eigene Taxizentrale dafür holen. Da. Taxidepot. Wo machen wir das hin? Da oben will ich es eigentlich ungern drin haben. Also vielleicht bauen wir das hier noch irgendwo mit ein. Da. Aktuell Pause. Bei mir holen Müllautos von außerhalb Müll rein, auch wenn ich null Bewohner habe. Ja, Müll produzierst du ja trotzdem. Ist doch löblich, dass dann die Müllwagen von draußen kommen. Haben wir hier eigentlich Krankenwagen? Nee. Doch, da, drei Patienten. Müssen die Patienten hier zur medizinischen Universität zu Fuß laufen? Das sieht so aus, ne? Wir sehen nämlich keine Autos. Das ist ja irgendwie, ja. Der Doktor, mir fehlt ein Bein. Ja, ja, alles klar. Dann laufen sie erstmal in Ruhe zur Klinik. Wir gucken uns das dann an.
Dann sollten wir vielleicht mal die Klinik mal upgraden. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was hier. Bam. 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 Okay. Folge-Upgrade der Klinik und wir laufen noch mit knapp 1,4 Mille plus im Monat. Bini, tu die mit. So. Arzt, können Sie auftreten, Patienten ohne Bein? Arzt, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, ja, so sind die Ärzte. Was fehlt Ihnen denn? Ein Bein. Na, dann kommen Sie erstmal ins Krankenhaus. Ich guck's mir an. So, gibt es. Das sieht sehr seltsam aus. So, an existierender Geometrie einrasten? Nein. Sie sind kein Arzt, Sie sollten keine Diagnose stellen. Diagnose stellen kann ich ja trotzdem. Ach, guck mal, das geht nicht. Das geht nicht. Ich würde die gerne hier über den Pfosten mit drüber laufen lassen. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen höher. Doch. Es geht, das liegt hier auf dem Pfosten auf. Ja, ist das geil. Ist das geil. Jetzt müssen wir das irgendwie noch ein bisschen näher an die Straße dran bringen. No way. Gestern hat es noch zwei davon. Von den Ärzten, die keine Diagnose stellen, sondern von was? Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Warum kann ich das hier nicht abreißen? Oder das? Kann ich beide zusammen... Ach, guck mal hier. Beide zusammen geht. Beide zusammen geht. Okay. Wieder was gelernt. So, dann machen wir jetzt hier. Zwei Beine, heute nur eins. Achso. Das habe ich eben gar nicht gecheckt, Peach. So, einrasten, ausschalten. So, wir setzen hier an. Fünf. So, wie nah kriegen wir das hier hin? Ich würde es am liebsten punktgenau neben die Straße setzen. Oder wir fangen hier unten an. Wir nehmen hier den Ansatz. Da. Gucken wir mal, wie nah wir das hier an die Straße rankriegen. Alles Gute, bist beschäftigt. Ja, so ein bisschen, ne? So. Wenn das so gehen würde, so würde ich das gerne mal machen. So. Aber das will das Spiel nicht. Was ist schade. Okay, also, wir müssen uns da hinten noch ein bisschen weiter wegbewegen. Press dran geht nicht. So, wenn wir jetzt sagen, wir machen das hier, dann haben wir ein bisschen Platz. Schauen wir mal, ob das irgendwie geht. Hmm.
nicht wirklich. Okay. Also es klappt nicht, wie ich es gerne hätte. Ich hätte es wirklich hier gerne Press an dieser Straße dran. Dass da wirklich kein Platz dazwischen ist. Aber der macht es irgendwie nicht. Wir könnten hier nochmal versuchen anzusetzen. Aber der nimmt das nicht als Support an. Der nimmt das nicht als Support an. Oh. Bisschen weit weg. Wenn es. Oh, come on, come on, come on. Let's test. Nein. Okay. Richtig gut. Richtig gut. Jetzt müssen wir das nur irgendwie auf die andere Seite noch kriegen. Wenn wir das schaffen, dürfte mich Gott nennen. Das dürfte auch anders machen, aber das wäre cool, wenn das klappen würde. So, und da haben wir es schon wieder. Es geht nicht, weil der sagt überlappendes Objekt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ach, Scheibenkleister. Okay, dann lassen wir es. Es hätte gut sein können. Es hätte gut sein können. Die Ansätze waren da. Aber sobald Mod-Unterstützung bei dem Spiel ist, sind wir da drin. Ansonsten müssen die Fußgänger jetzt eben hier über die Straße laufen. Alles gut. So, das hier müssen wir noch zu Ende führen. So. 0. Komm, zack. Warum ist das hier eine ungültige Form? Warum sieht das so scheiße aus? Das müssen wir doch hinkriegen. Wer beißt sich damit? Das ist ärgerlich. So, wir setzen nochmal neu an. Ja, das ist in Ordnung. So. Das ist in Ordnung, das können wir so lassen. Safe. So, wie sieht das denn hier aus? Lass uns mal hier neben zu den Fußgängerwegen gehen. Das ist doch nicht schlecht. Können wir jetzt hier noch ein bisschen Detailarbeit machen? So ein paar schöne Parks generieren. Hier noch mehr rein. Ah, nee, dafür ist der Baum zu groß. Fichten, Fichten gehen. Fichten, Fechten. Gefochtene. Irgendwas.
tiefer, tiefer. So, dann machen wir hier noch ein paar Wildblumen rein. And so on. Sehr schön. Gut. Hier hinten die Gegend fängt auch so langsam an, fertig zu sein. Aber es heißt so, ja, so langsam, ne? So, dann machen wir hier noch ein paar Pappeln mit rein. Ich finde es. Ich wünsche mir hier auch bald einen Brush, den wir füllen können. Wo wir einfach sagen, ich hätte gern das und das drin. Bitte mal aus. Wundert mich eigentlich, dass das nicht im Standardspiel drin ist. Also ich stelle es mir zumindest nicht so schwierig zum Programmieren vor, dass ich hier so ein Kombi-Teil habe, wo ich sage, ich halte Shift gedrückt und klicke hier mehrere an. Oder STLG. Oder Alt. Nee, macht er nicht. Hätte ja sein können. Oh, guck mal hier. Die Mädchenresidenz. Was ist das? Ist das dieses berühmte Lachs? Die Damen im Chat, ist das ein berühmtes Lachsfarben oder ist das hier einfach nur rosa? So, das hier neben ist ja fast kackbraun. Ja, aber das würde mich mal interessieren, ob ihr sagt, das ist Lachs oder das ist rosa. Gut. Irgendwas brauchen wir hier in der Gegend noch. Ah, Briefkästen. Briefkästen brauchen wir. Oh. Oh ja. Briefkästen. Da dürfen auch ein paar. Darf es ein bisschen mehr sein? In dem Fall ja. Der Nachteil ist, wir schaffen uns natürlich dann hier entsprechend wieder mehr Verkehr. Die ganzen Postautos kommen. Auf der anderen Seite schaffen wir uns bessere und vor allen Dingen höherrangige Gebäude. Und daher werden wir jetzt hier gut und gerne ein bisschen Briefkästen-Spam machen. Und dann hören wir das Ding, 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 Ding in naher Zukunft hoffentlich öfter. Nein? Noch nicht? Okay. So, hier ein Briefbeträger brauchen wir keinen. Da machen wir zwei rein, hier machen wir auch zwei rein. Da oben wollen auch einen haben, soll mir recht sein. Da gibt es noch ein paar Briefkästen. Briefkästen. Guten Abend, Exo. Wie geht's dir, meine Liebe? Schön, dass du reinschaust. Guck mal hier, die wollen auch einen Briefkasten, ja? Da. Im Briefkasten. So, dann machen wir hier auch gleichzeitig ein paar Telekommunikationsmasken, Masten rein. Können wir den hier hin irgendwo setzen? Ganz gut. Ich kann dir genau sagen, was das Haus dafür eine Farbe hat. Exo, klär uns bitte auf. Was für eine Farbe ist das? D9AA9E. Okay. So, jetzt wisst ihr es. Alle mal Paint öffnen und D9AA9E eingeben. Dann haben wir die optimale Farbe dafür. So, Funkmasten machen wir hier hinten in die Ecke rein. Die Lilith, da. Dahin. Oh, guck mal, was sie sich alle freuen. Das ist auch ein Riesending, ey. Ja, ich habe gerade per Screenshot und Paint den Hexcode raus. So, ja, sehr geil. Coole Sache, ich danke dir. Oha.
Oha. Also, liebe Fußgänger, bitte, bitte nicht hier drüber. Alter Verwalter, die kommen hier alle an der U-Bahn-Station an, wollen hier rüber. Die sollen hier oben rumgehen. Die sollen ganz, ganz weit außen rumgehen. Irgendwann mal da und da können wir sie eigentlich drüber lassen, weil die meisten Autos eh hier neben rein wollen. Wir könnten hier nochmal überlegen, dass wir die vierspurige Straße eventuell auf 5 upgraden. Das müssten wir doch hinkriegen. 4. Da, 5-spuriger. No way. Ach, ist das schade. Das wäre gut gewesen. Aber das Spiel sagt, ne. Geht morgen mal nicht. Aber wenn das nur stoppt, kurze Pause, und mit dem hier wegmachen geht's. Da haben wir's. Okay. Müssen wir den Fußgängerweg neu setzen, das kriegen wir hin. Hier auch noch ein bisschen malen nach Zahlen, ein paar Bömsche rein. Mir hier so gütig bin ich zu denen. Bienchen und Blümchen. Die Blümchen kümmern wir uns, jetzt müssen nur noch die Bienchen kommen. Hammer. Leute, guckt euch das mal an, was hier für ein Betrieb auf der Gas ist. Oh mein Gott. Also ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber nicht mit so vielen Bewohnern. Aber warum sind die Ampeln wieder da? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir die vorhin alle abgeschaltet hatten. Hallo? Weg? Die lässt sich nicht ausschalten, die Ampel. Why? Ich krieg die Ampel nicht weg. Ah, okay, wir müssen den Fußgängerüberweg wegmachen. Okay, das verstehe ich tatsächlich jetzt nicht. Warum kriegen wir die Ampel nur weg, wenn da kein Fußgängerüberweg ist? Und die Ampel können wir wegmachen, obwohl da ein Fußgängerüberweg ist. Kinda strange. Boah, was hier ein Verbrechen ist. Okay, also wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen hier definitiv Polizei. Wir brauchen definitiv Polizei. Ich denke, die werden wir hier hinten ansiedeln. Sagen so hier in das Gebiet. Feuerwehr nicht. Polizei, Polizeihauptquartier. Nee, das ist groß. Die passt da genau rein. So, dann werden wir die aber auch gleich aufwerten. Ich speichere trotzdem nochmal manuell ab. Aber Daumen drücken, wir hatten heute noch keinen Abbruch. Nachdem wir das letzte Mal, keine Ahnung, 1, 2 hatten. So. Macht das Sinn, wenn wir die komplette Straße hier auf 5 Spuren upgraden? Ich glaube ja. Wir machen das einfach mal. So, dann haben wir nämlich jetzt 3 Spuren von der Seite, die theoretisch hier hochkommen können. Aber nur eine Spur, die da hochfahren darf.
Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Dann machen wir hier eine fünfspurige draus, dann downgraden wir die hier. Dass wir zwei Spuren nach links oben kriegen. So. Ja, jetzt haben wir zwei Spuren hoch. Da dann TMPI, wo wir die Spuren manuell zuweisen könnten, wäre Bombe. So, ich denke, das sollte den Stau hier bekämpfen. Und hier ist die Überlegung, brauchen wir hier sechs Spuren? Ich glaube nicht. Dann können wir hier eigentlich die ganze Strecke auf 5 downgraden. Zeichen. Ich habe keine Ahnung, warum er da wieder den Bezugspunkt nicht findet. Aber never mind. So. Alles klar, jetzt haben wir hier eine fünfspurige Strecke. Reicht völlig aus. Oha. What the hell ist denn hier passiert? Kein Fußgängerzugang? Warum brauchst du einen Fußgängerzugang? Okay, hier, das sind die Gebäude, die nicht so ganz so... intelligent sind. Weiß nicht, warum der sich beschwert. Da haben wir die Fußgänger doch einen Zugang. Ja, auf jeden Fall ist hier hinten... Beschwerdepotenzial gegeben. Wahrscheinlich einfach, weil die hier nicht genug Jobs haben, weil das Ganze hier nicht genug aufgewertet ist. Aber ich möchte hier an dem Bereich eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Könnten hier vorne, könnten wir noch hingehen, könnten sagen, wir reißen hier die Wohnung ab, machen ein paar Büros rein. Aber mir gefallen die Häuser hier eigentlich ganz gut. Nee, ich möchte hier das Gebiet eigentlich nicht umbauen. Hier haben wir noch ein bisschen Luft, da können wir noch ein bisschen Gewerbe reinmachen. Mal gucken, vielleicht reicht's ja. Vielleicht noch ein bisschen Büro, hier oben, da so. Ist es zwar jetzt hier so ein bisschen Presssparen, aber wenn dafür die Leute zufriedener sind, soll es mir recht sein. In dieser Stadt kann man wirklich nirgendwo hinfahren, ohne in einen Staub zu kommen. Momentchen mal. Das halte ich für ein Gerücht. Nö, also das sieht dir doch eigentlich überwiegend ganz gut aus. Wir sind bei 60% Verkehrsfluss. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Hier ist viel los. Beißen sich. Wenn wir bei der Straße sagen, wir machen ein Rechtsfahrverbot, dann müssten die eigentlich auf den zwei inneren Spuren bleiben. Dann sollten wir den Stau hier damit vermeiden. Theoretisch. Gucken wir uns mal für einen Moment an. Ne, die fahren da alle noch rum. Hier sind wir schon auf 8 Spuren. Da können wir eigentlich nicht viel mehr machen. Könnten hingehen, könnten die Abfahrt hier auf eine Spur verkleinern. Könnten dafür die Spur hier auf 3 verbreitern. Das würde wahrscheinlich nochmal Sinn machen.
Das würde wahrscheinlich nochmal Sinn machen. What? So, okay. Dann haben wir hier die fünfspurige. Ne, sieben nicht da. So. Und das sollte hoffentlich das hier hinten beheben. Jetzt die Frage, wenn wir den nochmal abreißen. Oder hier drei Spuren draus machen. Wir machen hier mal drei Spuren draus. Gucken, was das hilft. Jetzt. Wir haben aber hier wieder nur eine Spur, die rechts rüber geht. Ach komm schon. Das ist doch Bullshit. Das ist doch absoluter Bullshit. Wie können wir das ändern? Deswegen wollen die auch alle hier rüber. Deswegen haben wir hier auch den Stau. Wir haben hier keine vier Spuren, die genutzt werden. Wir haben hier eigentlich hauptsächlich die eine, die genutzt wird. Das ist zu wenig. Okay, machen wir mal kurz Pause. Ich reiß den hier nochmal ab und setz den nochmal neu. Ändert nichts. Reißen wir den ab und setzen einen kleinen. Wir kriegen nur eine Spur, die rechts fährt. Ah. Wir kriegen nur eine Spur, die rechts fährt. Hier noch eine Anbindung hinschaffen. Kriegen wir das hin, wenn wir hier noch eine zusätzliche Abfahrt machen? Probieren wir mal. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, bitte liebe Autofahrer, nutzt diese Spur. Warum fahren die alle nur auf die? Dass die hier die drei Spuren, das... Diese Abfahrt sich nicht auf alle drei Spuren erstreckt. Na, ich reiß den nochmal ab. Ich mach dann nochmal neu. Probieren. Ne. Es gibt nur diese eine äußere Spur. Das heißt, die müssen... hier hinzugehen, alle drei Spuren wechseln. Wir können hier die Abfahrt bzw. die Auffahrt auf die Autobahn auch nochmal überarbeiten. Dann machen wir hier nochmal eine Einzelspur draus.
Also können wir es eigentlich lassen. Es geht mir darum, dass wir hier nur eine Spur raus haben. Das ändert aber nichts. Dann machen wir es anders. Die hier wird genutzt. Das ist okay. So, wir upgraden das auf 2. Dann haben wir 2 darüber. Und 2 hier. Und dann nehmen wir die eine Spur von hier weg. So. So machen wir es jetzt. Das sollte jetzt eigentlich passen, hoffe ich. Man ist zwar Rush Hour, aber insgesamt sollte das auf jeden Fall für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Dann kriegen wir die Leute hier vorne weg. Gehen sie hier drauf. Hier haben wir 2 Spuren geradeaus, 2 Spuren rechts. Oh wow. Oh wow. Okay, wenn wir das hier auf 2 Spuren upgraden. So, jetzt haben wir hier Verkehrsstau. Okay, das heißt, hier könnten wir wieder downgraden auf 4 und 2. Das ist ein bisschen... Aber egal, da muss man sich einmal reinfuchsen. So. Da 4 Spuren. 2. So. Hier brauchen wir 3 Spuren wegen dem Parkhaus. Dann sollte das jetzt aber hier für die Ecke reichen. Dass wir hier auch, wenn Rush Hour ist, kaum Rückstaus haben oder wesentlich weniger zumindest. Gut, und wenn man jetzt hier mal guckt, das sieht schon nicht schlecht aus. Auch hier mit unserem kleinen Wohlfühlviertel. Aber hier vorne den Bereich, den müssen wir jetzt noch füllen. Jetzt ist die Frage, von wo nehmen wir die Straße, um den zu füllen? Wir könnten von hier abfahren, was wahrscheinlich durchaus Sinn machen würde. Und hier so mittig runtergehen. Da. Dann machen wir das bis so. Okay, damit kriegen wir das Gebiet hier auf jeden Fall gefüllt. Ich würde die auch gar nirgendwo anders noch mit anbinden wollen. Hier einen kleinen Kreisel hinkriegen wir. Wonderful! Jetzt können wir mal gucken, wir haben hier neue Gebäude freigeschaltet und zwar Garten der Epikur. Das Luxusrestaurant. Nee. Hatten wir nicht 2 freigeschaltet? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir 2 hatten. Das andere müsste sowas gewesen sein mit Klamotten unten dran. Ich hätte schwören können, wir hätten hier noch eins. Farmer haben wir noch freigeschaltet.
war doch vorhin das Gebiet oder das Gebäude, wo wir unten drunter den Klamottenladen haben. Wo ist das? Das macht natürlich Sinn, dass das eine im nordamerikanischen Stil und das andere im europäischen Stil ist. Nicht schlecht. Aber... Boah, wenn wir das hier... Fühle ich auf jeden Fall. Sehr cool. Aber das ist eher so ein Reihenhausstil. Es wirkt, ich weiß nicht, Leute, wirkt das hier verloren oder sollen wir das hier stehen lassen? Das ist hier mit den Wänden, habe ich eher so das Gefühl, dass da muss was rechts und links daneben, damit es richtig zur Geltung kommt. Ich glaube, wir machen es weg. Wir machen es weg. Auch wenn es cool aussah, ich glaube, das gehört hier einfach nicht in das Gebiet rein. Wir machen ein bisschen Medium Density rein. Und damit hat sich das. Machen wir hier ein Büro. So, ein, zwei Bürokomplexe noch und ein, zwei Gewerbegebiete machen wir hier noch mit rein. So, aber keine großen, einfach nur ein paar kleine. Und dann für den Rest kommt nochmal Medium Density. Dick. Und dann haben wir das Gebiet hier auch gefüllt. Sweet. So, hier vorne brauchen wir noch ein bisschen was. Wir haben momentan immer noch eine sehr große Nachfrage nach Büros und Gewerbe. Hier machen wir Gewerbe rein. Und dann machen wir Büros. Könnten wir hier theoretisch, ja, das heißt nicht nur theoretisch, da machen wir ein bisschen Medium Density noch mit rein. So, hier vorne den Bereich lassen wir frei. Dann machen wir ein bisschen Parkgebiet rein, also auf jeden Fall ein paar Bäumchen, ein paar Blümchen. Daneben ist alles dicht. Upgraden wir die Straße hier auch nochmal auf 5 Spuren. Sollte auch noch mal ein bisschen helfen. Den Bürgersteig hier vorne machen wir weg. Die sollen außen rum gehen, dass die hier ungehindert überall hinkommen. Wir könnten theoretisch den Weg von hier vorne nehmen und könnten den noch hier weiterführen. Das machen wir auch auf jeden Fall. So, ein bisschen kleiner. Da möchte ich gerne hinkommen. Ein bisschen zu klein. So. Nehmen wir die dahin. Das ist doch in Ordnung. Kriegen wir das jetzt noch hier angeschlossen, gegebenenfalls? Oh, was ist denn hier passiert? Machen wir nochmal neu. So, besser. So, und das noch hier.
Ach, komm schon. Das beißt sich. Ärgerlich. Das wäre gut gewesen, hätten wir den hier noch dran führen können. Aber das Gebäude möchte nicht. Computer sagt nein. Der ist etwas größer geworden als geplant. Aber okay. Etwas größer geworden als geplant. Aber nur so ein bisschen. Ach, Scheiße. Ich kann mir überlegen, ob wir die wieder wegmachen. Das ist viel, das geht nicht. Da werden wir einfach hier hinten ein bisschen wegnehmen. Sorry. In der Hoffnung, dass dann die zwei Breiten von der Höhe hier ein bisschen besser reinpassen. So. Wenn wir hier die Höhe vielleicht gerne noch ein bisschen, aber nicht viel, ein bisschen höher, dann wären wir in einem guten Bereich. Ich glaube, das ist ganz okay. So, warum haben wir hier Stau? Ah, die wollen alle zu dem U-Turn. Könnte man überlegen, ob wir den ein bisschen weiter hinten ansetzen. Hier. Wir haben hier auf jeden Fall wesentlich mehr Platz zum Drehen. Das machen wir. So, machen wir den U-Turn hier. Na? Warum willst du jetzt hier nicht hingehen? Please, tell me. Da. So, das ist jetzt die doppelte Strecke, die sie zurücklegen können. Ich denke, da sollten wir dann hier keine Probleme mehr mit Staus kriegen. So, hier haben wir drei Spuren. Das ist hauptsächlich der Parkplatz, der die Staus hier verursacht. Dann müssen wir hier überlegen, dass wir irgendwie vielleicht nochmal eine Buslinie mit ranführen. Oder gucken wir, dass wir die U-Bahn eventuell nochmal überarbeiten. Das machen wir aber nicht heute. Sieht es hier hinten aus? Hier hinten sind wir wieder tutti. Das gefällt mir richtig. So, überlegen, was könnten wir hier eventuell noch mit reinbringen? Müssen wir hier eigentlich was mit reinbringen? Nö, eigentlich nicht. Hier hinten nochmal einen Ansatz machen. Da würde ich tatsächlich nochmal gerne ein bisschen mit High Residential, mit Hochhäusern hingehen. So, nur überlegen, von wo wir die Straße holen. Wir hier runtergehen. Können wir gerade mal probieren. Sagen wir, nehmen von der eine vierspurige Schnellstraße weg. So, ungefähr erstmal bis hier. Dann müssen wir der Höhe so einigermaßen gleich sind. So, und dann gehen wir 64 auf 64. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann können wir jetzt hier das gleiche nochmal für die andere Seite machen.
So. 64, 64. Dann machen wir 65, 64. Soll mal recht sein. Sind wir mal nicht so knauserig. Ah, verdammt. Okay, dann machen wir hier nochmal, machen wir hier quasi U-Turn draus. Ja, das ist okay. So, und dann treffen die sich hier. Und dann machen wir da einen großen Kreisel hin. So, vierspurig. Na, 180 Grad bitte. Ach Mann. Können wir hier glaube ich noch ein bisschen länger führen. So, jetzt geht's. Gut, das Stück reißen wir ab. Wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen einebnen. Hier auch ein bisschen anständig bauen können. Nehmen wir hier die Höhe. Machen wir hier nochmal zwei Absätze rein. So, dann machen wir einmal den Baubereich hier oben. Einmal den Baubereich hier unten. So, hier hinten kommt die Straße runter, dann führen wir die hier weiter. Müssen wir mal gucken, wohin. Eventuell lassen wir zwei Spuren, eine Spur hier unten noch mit reingehen. Gucken, wenn wir sagen, da will ich hin. Das könnte passen. Die andere Spur weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal schauen. So. Ich denke, das ist erstmal dann das nächste Projekt, was wir machen werden. Falsch. Ob ich jetzt hier wieder lang komme, dass wir hier nochmal so eine Straße mit Betonabsatz hinkriegen. So. Jetzt nehmen wir wie viele Spuren? 4, 2 und machen 2. Zu nah. So macht er das. Oh. Nö. Ist hier auf dem Boden? Ja. Shit. Fast gut. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Dann nehmen wir ein bisschen was weg. Hier müssen wir ein bisschen was dazugeben. There we go. Ganz. Da müssen wir noch ein bisschen was wegnehmen. So.
gespannt. Reicht das schon? Nö. Dann können wir das hier nochmal wegmachen. Nochmal neu. Oh. Reicht noch nicht. So. Das hier ist gut. Ach, hier ist wieder so eine Gap drin. Mann. Ihr seht das hier, so dieser Durchhänger, den will ich da nicht haben. Jetzt ist er weg. Oh, jetzt haben wir hier so einen Hänger nach oben. Ach man, Spiel, please. Überlappende Objekte? Hey? Ah, okay, mit dem Pfeiler beißt sich das. Minimal. So, wollen wir das jetzt hier nochmal wegmachen? Er ist zum Angehoben. So, jetzt sollte es doch eigentlich gehen. There we go. Wonderful. So hätten wir es denn gerne. So, dann passen wir das hier noch ein bisschen an. Und dann bin ich doch damit schon mal sehr zufrieden. Den Pillar müssen wir nochmal neu setzen. Jetzt probiere ich das nochmal aus, wie wir das vorhin hatten. Aber nie hier angezeigt. Können wir das Stück hier nochmal wegmachen? Okay. So, dann müssen wir alles nochmal neu machen. Na gut, dann ist es so. Dann ist es so. So, ungefähr bis hier. Ach, Mann. Passt das hier nicht? Das da weg. Hier die vierspurige Straße. So, und kriegen wir das jetzt hier nochmal angeschlossen ohne. Da haben wir halt nochmal neues, egal. So, bis. Passt gut. Ja, ich denke, so können wir es lassen. Das ist ganz in Ordnung. Aber warum haben wir jetzt diesen Pfeiler hier? Hatten wir den vorhin auch schon? Nee. Okay, dann machen wir nochmal neu. Wir müssen also erstmal von hier oben runter. Aber selbst da
baut er uns diesen Pfeiler rein. Nee, okay, hier nicht. Sehr schön, also machen wir es von hier aus. Gut. So, Mitte 74, 74. Ja, komm, das geht doch. 74, 70. Machen wir das hier nochmal weg, machen wir nochmal neu und dann sind wir hier mit der Stelle auch wieder. Tippitoppi. Ja, sieht wesentlich besser aus. Jo, damit kann ich auf jeden Fall leben. Gut, also, das hier auf jeden Fall der Plan für das nächste Mal. Nächster Stream ist auf jeden Fall am Samstag. Ich weiß allerdings noch nicht, wann ich Samstag anfangen werde, ihr Lieben. Samstag haben wir Kindergeburtstag hier im Haus. Das kann wieder wie heute etwas später werden. Nagelt mich da auf keine Uhrzeit fest. Wenn ich live bin, bin ich live. Aber Samstag werden wir auf jeden Fall hier oben an der Ecke weitermachen, dass wir hier noch ein bisschen mit High Residential, Gewerbe etc. pp. Reingehen. Und wir werden mit dem Flughafen anfangen. Und dann hier unten das komplette Gebiet irgendwie annektieren. Ach, Scheiße. Okay, das Entschuldigung. Das machen wir fix noch. Ich glaube, wir werden hier die Straßen erstmal komplett auf 4 upgraden. Das ist der Hammer, was wir hier für den Verkehr nach draußen haben. So. Das sollte doch jetzt ein bisschen besser laufen. Das ist der Wahnsinn, ey. Na gut. Na, wie gesagt, das ist der Plan auf jeden Fall für den Moment. Meilenstein 17. Wir sind in der gedeihenden Metropole. Das ist doch mal ein geiler Abschluss, Leute. Das ist doch mal ein geiler Abschluss. Wir nähern uns der Megalopolis. Ja, 3 Stufen haben wir noch. Das ist nicht viel. Und wir sind mittlerweile bei 131.000 Volt. Das ist mal eine Hausnummer. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir hier irgendwann, also Ziel für mich, boah, was setze ich mir für ein Ziel für die Stadt? Ich denke mal so 250.000. 250.000 dürfen hier sehr, sehr gerne drin wohnen. Ja, wir werden hier unten das komplette Gebiet noch annektieren. Da werden wir wahrscheinlich hier komplett die Autobahn nochmal neu machen müssen. Also hier mit den 2 Spuren werden wir nicht rankommen. Da werden wir komplett die Autobahn hier unten auf 5 Spuren upgraden. Hier oben den Part werden wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen überarbeiten müssen. Mit Flughafenanbindung hier runter wird da nochmal einiges kommen. Das Gebiet hier wird noch irgendwie mit einfließen. Viel zu tun. Ich speichere nochmal. Mit 24.000 war der letzte Speicherstand. Dann haben wir jetzt innerhalb von knapp 40 Minuten haben wir hier nochmal ein paar Leute drauf. Das ist krass. Okay, auf jeden Fall. Ich freue mir. Und Samstag gegebenenfalls dann auch wieder mit Cam. Muss ich mal gucken, ob ich vorher noch die Zeit zum Duschen finde oder ob es dann zu spät werden würde. Und dann gucken wir doch jetzt einfach mal, wen wir heute noch raiden können. Wer ist denn heute noch online? Aurora, whoop, whoop. Aus meinen Dingen haben wir tatsächlich keinen gerade, der noch City Skylines spielt. Dann lasst uns mal schauen. Ich nehme euch mal wieder mit. Lasst mal gucken. Wen können wir raiden? So, nicht wundern, Kamera ist nicht, deswegen ist das Ganze groß und orange. City Skylines 2 soll es sein. 1920 Zuschauer, da wird er noch ein bisschen was machen. Der Dika. Guck mal, der hat uns das letzte Mal geradet. Dann machen wir doch dieses Mal einen Re-Raid. Dann raiden wir heute mal den Dika.
Das finde ich absolut fair. So. Damals. Auch mal kurz das Ding. Zack. Copy, paste. Und dann schicke ich euch zum Dika rüber. Ich hoffe, warte mal, wir hören mal kurz rein. Nicht, dass der jetzt Feierabend macht. Ich hab tatsächlich, warte mal ganz kurz. Ich schalte mal für dich um auf die normale Ansicht, dass man ein bisschen mehr sieht. Guck mal. Was ist denn? Hallo? Hallo? Okay, das hört sich nicht danach an, dass er Feierabend macht. Alles klar. Dann kommt gerne mit. Guck. Aurora war so nett und hat mal den Raid-Post gepostet. Copy-paste, wenn ihr da Bock drauf habt. Gute. Ich sag vielen Dank, dass er dabei war. Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Wir haben heute wieder ein bisschen was geschafft, was mich auch sehr gefreut hat. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns Samstag wieder, ihr Lieben. Also, habt einen schönen Abend, viel Spaß und bis zum Wochenende. Aber die Dinge kosten einfach 500 Tacken und ja, ihr wisst, was ich meine, 500 Tacken für Ohrhörer ausgeben. Oh nein, es kommt ein Raid rein. 500 Tacken für einen Ohrhörer ausgeben ist natürlich auch wild. Totally Mad Gaming, hallöchen, mein Lieber. Herzlich willkommen. Dankeschön fürs Anvertrauen deiner Community. Ich war gerade am Erklären, warum ich Kopfhörer, die kleinen Earbuds trage und keine großen Kopfhörer. Genau. Raidet deinen Stream mit seiner Rabenbande. Nice. Hallo, dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr.